Thank you. Danke. Danke, Thomas. Danke auch nochmal an die beiden Jungs, die absolut brillant sind, auch wenn ich kein Wort davon verstehe. Wirklich großartig. Ich war übrigens gerade in Amerika. Die Hip-Hop- und Rap-Community in New York und Los Angeles, die machen alle Platten jetzt zu diesen Themen und auch zu den tieferen Aspekten davon. Und genau in diese Sachen werden wir jetzt auch einsteigen. Da stehen uns jetzt noch ein paar Stunden bevor. Aber ich bin ja sowieso verrückt, also macht euch keine Sorgen. 20 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern. Und eine unglaubliche Menge an Dingen sind inzwischen passiert. Angefangen mit den Tagen, wo es noch niemand richtig wissen wollte, bis hin zu heute, wo es Leute aus ihrem eigenen Erleben heraus sehen. Inzwischen kann man es im Fernsehen sehen. Es gibt ein großes Unbehagen darüber, was in der Welt gerade abläuft. Und das lässt die Leute nach anderen Erklärungen dafür suchen, was gerade abläuft. Eine Menge Dinge sind passiert. Dass ihr sagt, wach auf und riech den Faschismus. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem große und immer weiter zunehmende Mengen an Leuten erkennen, dass irgendetwas nicht richtig ist mit der Welt und dass wirklich eine Art von Verschwörung abläuft, die von irgendwoher orchestriert wird und für die Menschheit gar nicht gut ist. Das ist alles schön und gut, aber wir sollten die Sache noch von einem anderen Blickwinkel her ansehen. Und das ist, dass alle diese Dinge, das Erziehungssystem, um uns zu unterdrücken und uns zu programmieren, die künstlich erzeugten Kriege, die falschen Messiasse, die pharmazeutische Industrie, die Lüge über die globale Erwärmung, die Manipulation unserer Wahrnehmung durch die Medien, die Additive im Essen, die Terrorismusattentate unter falscher Flagge, alle miteinander dazu geschaffen, die Menschheit in eine Gefängniszelle einzusperren. Mental, emotional und zum Teil auch körperlich. Ich glaube, die Frage, die wir stellen müssen, ist folgende. Glauben wir wirklich, dass all das und so viel mehr in dieser synchronistischen und miteinander verbundenen Art hauptsächlich von Männern in dunklen Anzügen erzeugt wird, die um einen Tisch herum sitzen und sich ihre nächste Aktion überlegen? Viele von denen, die das untersucht haben, haben selber religiöse Überzeugungen, die sie davon abhalten, in bestimmte Richtungen zu denken. Viele haben Angst, was andere über sie denken könnten, wenn sie gedanklich in bestimmte Richtungen gehen. Aber um wirklich zu verstehen, was abläuft und was letztlich dahinter steckt, müssen wir unseren Geist zu einer viel größeren Wahrnehmung öffnen. Und wir müssen auch eins verstehen. Nur weil es offensichtlich eine Grenze an Möglichkeiten zu geben scheint, technologisch und in anderer Sicht, innerhalb dieser sehr unterdrückten Realität, die wir erleben, heißt das noch lange nicht, dass dies das Limit der Möglichkeiten überhaupt sei. Es ist nur das Limit unserer eigenen Vorstellungskraft über die möglichen Grenzen. Aber außerhalb dieses gedanklichen Gefängnisses bestehen fantastische technologische Möglichkeiten, die man nur mit Science-Fiction-Filmen angemessen beschreiben könnte. Von unserer Realität aus gesehen. Und so viel von dem, was in Science-Fiction-Filmen passiert, ist inzwischen tatsächlich wahr. Außerhalb der Grenzen der von uns wahrgenommenen Realität. Als ich dies mir vor 21 Jahren erstmalig erschloss, indem ich die Geistheilerin besuchte, da ging es mir hauptsächlich um das Level der fünf Sinne. Aber ab Mitte der 90er Jahre fing ich dann an, Informationen zu bekommen über reptilische Wesenheiten, die hinter dem menschlichen Kontrollsystem standen. Und ab 2003 ging es dann um die Natur der Realität. Das war der allerwichtigste Schritt. Denn von diesem Verständnis aus, wie die Realität funktioniert und wie wir mit ihr interagieren, ist es möglich zu verstehen, wie all das andere Zeug gemacht wird und was in der Welt abläuft. Und in den letzten 18 Monaten ging es dann um den Mond und seitdem habe ich mich auch noch weiter bewegt. Und wohin geht es dann wohl ab hier?
Wer weiß das schon? Aber wohin auch immer ich mich von heute abbegebe, am Boden des Kaninchenbaus sind wir noch immer nicht angekommen. Er ist viel tiefer. Und indem wir verstehen, wie tief das Kaninchenloch ist und wie stark es mit der Natur der Realität verknüpft ist, können wir auch einen Weg finden, diesem allem ein Ende zu setzen. Wenn man die Verschwörung nur innerhalb der fünf Sinne wahrnimmt, kann man leicht zu dem Standpunkt kommen, wow, da gibt es ja überhaupt keinen Weg heraus. Aber den gibt's. Nicht morgen, aber es bricht zusammen. Durch das Verständnis, das wir inzwischen darüber bekommen, darüber, wie es funktioniert und wo seine Schwachstellen liegen. Denn es ist ein Kartenhaus, wirklich. So mächtig, wie es vielleicht auch denkt zu sein. Nur kurz zur Erinnerung, bevor wir tiefer einsteigen. Das ganze Ding an der Verschwörung ist die Kontrolle der Wahrnehmung. Um das geht's letztlich. Die Art zu manipulieren, wie wir die Realität wahrnehmen. So dass wir denken, unser Bewusstsein sei das hier. Das ist auch, wo die Mehrheit der Menschheit sich befindet. Und so können wenige die vielen kontrollieren. Sie manipulieren die Art, wie wir die Realität wahrnehmen. Sie hijacken unseren Realitätssinn oder hacken sich da rein. In dieser Sektion werde ich das noch viel genauer erklären. So dass wir diese Welt in unserem Kopf sehen, genauso wie es das Kontrollsystem wünscht, damit wir gute kleine Sklaven abgeben, brav entlang trotten und tun, was uns gesagt wird. Auf einem Level also, ja, da gibt es runde Tische mit Männern in schwarzen Anzügen und auch ein paar Frauen um sie herum. Das ist immer noch das Spiel auf der Bühne. Das ist nicht der Ursprung. Aber wenn man über die Ebene der Politiker hinweg sieht, die heute hier sind und morgen schon wieder weg, dann findet man in den Schattenbereichen die Berater und Administratoren, die oft an der Macht bleiben, auch wenn Regierungen wechseln, die sowieso irrelevant sind. Und wenn man dann noch tiefer einsteigt, dann kommt man zu diesen inneren Geheimgesellschaften, inneren exklusiven Geheimgesellschaften. Und dann sind da plötzlich Leute am Ruder, von deren Existenz niemand in der Öffentlichkeit auch nur ahnt. Aber dennoch sind dies nach innen die Leute, die die Strippen ziehen. Von den Leuten, von denen wir denken, sie seien eigentlich an der Macht. Wenn wir daher jemanden wie Obama sehen, dann scheint der Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, der mächtigste Mann der Welt. Er ist nicht mal der wichtigste Mann im Weißen Haus. Denn im Schatten kommt wieder die Agenda daher und er schreibt nur die Schecks aus und unterschreibt die Legislatur, um die Agenda zum Gesetz zu machen. Ich habe vor langer Zeit erkannt, dass hinter all diesen scheinbar ganz verschiedenen Entitäten, wie Ländern und Banken und NATO und die transnationalen Organisationen und all der Kram und die Medieneigner und die World Trade Organisationen und Politiker, dass das in Wirklichkeit alles eine einzige Kraft ist, die seine Agenda durch all diese scheinbar verschiedenen Entitäten abwickelt. Und wenn man dann noch tiefer geht, in den Kaninchenbau, dann findet man sich plötzlich außerhalb dieser Realität, die wir als sichtbare Welt, in der wir leben, dekodieren. Und außerhalb dieses Frequenzbereichs sind Wesenheiten, die überhaupt nicht mehr menschlich aussehen, die dieses Kontrollsystem durch ihre menschlichen Mittelsmänner und Frauen kontrollieren, wenn sie so wollen. Es gibt Leute, die erzählen, wie sich Raumschiffe erscheinen und wieder verschwinden gesehen haben. Es tauchte plötzlich aus dem Nichts auf und verschwand auch wieder ins Nichts. Ja, der hat bestimmt was getrunken. Und wenn jemand sagt, diese Wesenheit ist vor mir aufgetaucht, und dann wieder verschwunden. Dann ist es in Wirklichkeit ganz anders. Sie haben den Frequenzbereich betreten, den wir dekodieren können. Für unsere Wahrnehmung erscheinen sie dann aus dem Nichts. Und dann verlassen sie den Frequenzbereich, den wir dekodieren können. Und bang, dann scheinen sie wieder verschwunden zu sein. Aber das sind sie nicht. And therefore, we are living in this tiny frequency range. Und daher leben wir in diesem winzigen Frequenzbereich, in den endlos viele andere Frequenzen und Welten eintreten oder wie immer ihr es nennen wollt, Dimensionen vielleicht. Und das ist wie mit einer Radiostation, die man empfängt.
Wenn ihr den Sender nicht ganz sauber eingestellt habt, dann bekommt ihr Interferenzen. Von einer anderen Station, die ganz nahe ist, so bekommt ihr diese Interferenz. Das ist eben, was passiert, wenn man mit Frequenzbereichen zu tun hat, die sehr, sehr nahe unserem eigenen liegen. Diese Interferenzen nennen wir manchmal auch Geister oder paranormale Manifestationen und all das Zeug. Und durch diese nahe Verbindung von Frequenzbereichen ist es möglich, den einen durch den anderen zu manipulieren. Vor allem, wenn man seine Mittelsleute hat, die einem helfen, diesen Frequenzbereich zu manipulieren. Aber da kommen wir noch drauf zurück. Diese Sache mit den reptilischen Wesenheiten. In der Mitte der 90er setzte das ein. Das war in Amerika. Die übliche Sequenz in meinem Leben seit 1990 begann wieder. Plötzlich traf ich jemanden, der über reptilische Wesenheiten sprach, die die Form wechseln. Zwischen menschlich und reptilisch, ja. Und ich sage, alles klar. Nach hinten auf die Backburner damit. Und dann kam mehr und mehr und mehr auf diese synchronistische Art. Ich war inzwischen in 55 Ländern und habe das recherchiert. Und man findet immer wieder dieselben sich wiederholenden Geschichten. Jetzt war ich gerade in Barcelona. Da wurde ich diesem Herrn vorgestellt. Er ist ein Künstler. He's not into any of this information. He's just an artist. But he's married to a Er hat nichts mit diesem Zeug zu tun. Er ist einfach nur Künstler. Aber er ist mit einer Brasilianerin verheiratet. Und daher fuhr er nach Brasilien. Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Sein Name ist Illimus. Ein sehr netter Mann, aber vollkommen verstört, aus verständlichen Gründen. Ich konnte ihm aber ein paar Dinge erklären. Er stand da einfach auf seinem Gelände und malte ein Landschaftsbild. You know, his canvas, and he's doing this expression of the landscape. Und dann erschien das hier. Und er sagte, es war ungefähr 2 Stunden lang da. Er sagte, ich habe keine Ahnung, ob ich an Bord gegangen bin. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich es nur angeschaut. Und daher hat er es gemalt, während er es angeschaut hat. Er sagte, es hatte ungefähr 50 Meter Durchmesser. Und da war eins der Fenster, da standen 2 Wesenheiten dahinter. Die hat er auch gemalt und er hat sogar ein Buch daraus gemacht, aus all den Bildern, die er an diesem Tag gemalt hat. Von der Nähe, sagt er, sehen sie ungefähr so aus. Das wird noch interessant werden, wenn wir tiefer einsteigen. Und das ist eine sehr geläufige Beschreibung dieser Wesenheiten, wie sie aussehen mit ihrem langen Hals und so. Also hat er sie gemalt. Und das ist ein Mann, der steckt überhaupt nicht in diesem Material drin. Der fragt sich eher, was er da sah. Und ich habe solche Leute überall auf der Welt getroffen. Und es gibt immer wiederkehrende Bereiche des Himmels, wenn ihr so wollt, die da in den Beschreibungen auftauchen. Der eine ist Orion, der andere sind die Plejaden, auch die Draco-Konstellation und Sirius A und Sirius B. Der Mars kommt immer wieder vor in vielerlei Bezug. Mars war früher nicht der unbewohnte Planet, der er jetzt ist, solange Menschen sich zurückerinnern können. Und dann diese 2 Big-Timer, die auch in der Geschichte verwickelt sind. Der Mond, auf den ich noch im Detail zurückkomme, und Saturn. Saturn wird immer wichtiger in den Informationen, die in letzter Zeit zu mir kommen. Seit dem letzten Buch habe ich mich gedanklich schon wieder ein ganzes Stück weiter bewegt. Und Saturn wird immer wichtiger bei all dem, worüber ich in dieser Sektion noch sprechen werde. Und wenn ich über all diese Planeten spreche, dann spreche ich nicht unbedingt nur über das Level von sichtbarem Licht. Auch die Erde hat viele andere Levels an Frequenzen, zu denen wir keinen Zugang haben. Und viele der Wesenheiten, die mit diesen anderen Planeten verbunden sind, müssen nicht unbedingt im sichtbaren Licht auftauchen. Sie können sich auch auf anderen Levels befinden. Auf dem Level des sichtbaren Lichts sieht man vielleicht nur einen unbewohnbaren Planeten. Aber auf anderen Frequenzen mag das ganz anders aussehen. Denn die Gesetze der Physik, zumindest die, von denen sie uns erzählen, müssen nicht überall dieselben sein. Sogar in der Mainstream-Wissenschaft gibt man das zu. Wenn man in andere Dimensionen geht, ändern sich die Gesetze der Physik. Wir sind also in diesem Frequenzbereich und wir werden von außen manipuliert. Und ein anderer Teil der Geschichte, ich bringe jetzt hier Informationen zusammen, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Ein anderer Punkt ist,
dass es eine Manipulation der Menschheit gab, vor langer Zeit, durch diese Wesenheiten oder Götter, wie sie wahrgenommen wurden. Und sie haben die DNS geändert. Ich würde mal annehmen, dass ein großer Bereich der DNS einfach abgeschaltet wurde. Da komme ich nochmal genauer drauf zu sprechen. Diese genetische Veränderung muss nicht unbedingt durch geschlechtliche Vermischung entstanden sein. Das muss nicht sein. Wir sehen zwar DNS und Genetik im holographischen Raum, aber in Wirklichkeit ist es, wie alles im metaphysischen Universum, ein Schwingungsfeld, ein Informationsfeld. Und wenn man weiß, wie man damit vielleicht auf technologischem Weg kommuniziert, dann kann man das Informationskonstrukt ändern von dem, was wir DNS nennen, zuerst im Schwingungsfeld und dann manifestiert sich es auch im physikalischen Bereich. Vibrational realm, and then it must come through and be changed in the physical realm. So, like I say, wie ich also schon sagte, wenn man Leute in der Schachtel eingesperrt halten will, eine der besten Möglichkeiten, das zu tun, besteht darin, ihnen ein Gefühl von Begrenztheit ihrer Möglichkeiten zu geben. Wenn dann Leute wie ich kommen und sagen, das ist es, was eigentlich abläuft, dann sagen andere, das ist unmöglich. Ja, natürlich, hier ist es unmöglich. Aber nicht für Sie. Wir reden hier über mehrere Dimensionen technischen Vorsprungs, nicht spiritueller Art, technologischer, intellektueller Vorsprung, jenseits von allem, was wir in dieser Realität wahrnehmen. Trotzdem kann natürlich das Thema der geschlechtlichen Vermischung von Menschen und Göttern überall gefunden werden. Überall in der alten Welt. Natürlich haben sie verschiedene Namen für all ihre Götter verwendet. Aber es ist dasselbe Thema. Und in der Genesis heißt es, es waren Riesen auf der Erde in diesen Tagen. Und auch noch danach, als die Söhne Gottes über die Töchter der Menschen kamen. Eigentlich müsste es heißen, die Söhne der Götter, die ihnen Kinder gebaren, die die mächtigen Männer der alten Zeit wurden. Männer, die man weithin kannte. Und es ist interessant, wenn man sich die biblische Beschreibung vom Garten Eden und dem Fall des Menschen ansieht, dass es da eine reptilische Verbindung gab in Form der Schlange im Garten Eden. Und ich wurde über die Jahre natürlich immer wieder angegriffen mit dem Argument, du bist verrückt mit deinem reptilischen Zeug. Und dann sage ich, glaubst du, dass die Schlange von Eden, die in vielen anderen Kulturen auch repliziert wurde, glaubst du, dass es buchstäblich eine sprechende Schlange war? Es ist schon immer unglaublich, wie viel Flexibilität die Leute vom Glaubenssystem eines anderen Menschen verlangen. Ein anderes ganz altes Thema in den Legenden von früher ist, dass es eine Periode gab, die von den meisten das goldene Zeitalter genannt wurde. Ein Zeitalter, in dem die Menschheit nichts von dem war, was sie heute ist. Sie hatte viel größeres Potenzial, viel größere Bewusstheit und lebte über fantastische Längen von Zeit aus unserer Perspektive. Das goldene Zeitalter, das zumindest für mein Dafürhalten sehr stark symbolisiert wird in dem Film Avatar, wo die blauen Leute diese unglaubliche Verbindung zu allem hatten. Sie kommunizierten mit Bäumen, mit der Pflanzenwelt, mit Tieren, kommunizierten untereinander, ohne notwendigerweise sprechen zu müssen. Das sind die Art von Sinne, die sehr wahrscheinlich abgeschaltet und unterdrückt wurden, um uns in dieses Verstandesgefängnis einzusperren. Und dann kam irgendwann das, was ich das Schisma nenne. Something happened to bring that whole period of the Golden Age to an end. Etwas passierte, das diese ganze Periode des goldenen Zeitalters zu einem Ende brachte. Und wenn man ein Schisma im energetisch-metaphysischen Konstrukt hat, dann muss das natürlich auch in die holographische Realität als Schisma durchschlagen, als eine Art von Umsturz, denn es ist nur eine Reflexion von dem. Als das also geschah, verwandelte sich das goldene Zeitalter, eine balancierte und integrierte Welt, plötzlich in etwas ganz anderes. Diese Verzerrung im informatorischen Konstrukt setzte sich als Verzerrung in der holographischen Realität fort, in der Leute an Hunger sterben, obwohl sie in einer Welt von Überfluss leben, wo es immer um mich geht, wo es konstanten Konflikt gibt und Krieg und auch ein Schisma in der menschlichen Persönlichkeit, wo die menschliche Persönlichkeit plötzlich fraktioniert, zerbrochen wurde und
überhaupt nicht mehr das war, was sie vorher war. And from this, we went into this. Und von dem gingen wir in das hier. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir gerade wieder herauskommen. Was diese genetische Manipulation eigentlich machte, und wahrscheinlich müsst ihr euch eure eigene Meinung darüber bilden, change the way that we decoded and interacted with reality to the point where we. Sie veränderte die Art, wie wir die Realität dekodieren und mit ihr interagieren, bis zu dem Punkt, wo wir plötzlich viel weniger dekodieren konnten im Vergleich zu dem, was wir vorher konnten. Und das versetzte uns in einen gesteigerten Zustand der Begrenztheit. Die Idee dahinter war, uns in einem winzigen Frequenzbereich einzusperren und uns im Grunde in Unwissen zu halten. Die Idee war, aus uns eine Sklavenrasse zu machen, für die Herren und Meister, wenn ihr so wollt, so dass wir gerade genug intelligent wären, um für sie zu arbeiten, aber nicht intelligent genug, um zu kapieren, was hier eigentlich abläuft. Und das läuft schon seit Äonen hier ab. Das hier ist ein Gemälde, das mit den ineinander verschlungenen Realitäten zu tun hat. In der Mitte steckt eine reptilische Figur. Themenmäßig ist das sehr verwandt. Interessant ist auch, dass im Herrn der Ringe, Saturn also, die treibende Kraft im Hintergrund, dieses feurige reptilische Auge war. Tolkien, wie auch viele andere dieser Schreiber, war ein Oxford-Absolvent und sein enger Freund C.S. Lewis, der die Narnia-Geschichten geschrieben hat, in denen es immer um den Wechsel zwischen Dimensionen geht. Tolkien wusste eine Menge darüber, was eigentlich abläuft. Und diese Autoren packten es symbolisch in ihre Bücher. Das andere, was passierte und was auch sehr signifikant ist für die Welt, in der wir heute leben, ist, dass bestimmte Blutlinien erzeugt wurden, die eine Art Hybride darstellten zwischen der kontrollierenden Rasse, die nicht menschlich war, und den Menschen. Und diese Hybriden sind die Mittelmänner zwischen deren Realität und unserer. Das sind die Leute, die jenem Herrn dienen. Heute nennen wir sie die globale Elite. These are the people that serve that master. And we call them today the global elite. And they wanted to create this. Sie wollten diese Hybridenrasse erzeugen. Sie wollten im Wesentlichen die mentalen und emotionalen Prozesse dieser hybriden Blutlinien kontrollieren. Für diese Leute und das Level, von dem sie kommen, dieses hauptsächlich linkshirnige Level, ist die DNS ein Softwareprogramm. Und was wir durch die Jahrtausende hindurch immer hatten, ist die geschlechtliche Vermischung dieser Hybriden untereinander unter dem Namen königlicher Blutlinien und für lange Zeit Aristokratien. Of royal families and aristocracy for a long time. Still some surviving today in that form. Ein paar von ihnen haben ja bis heute in dieser Form überlebt. Wenn man sich also dieses obsessive Überkreuzen innerhalb der sogenannten königlichen Blutlinien über die Jahrhunderte hinweg ansieht und heutzutage innerhalb der Familien des Banking-Establishments und so weiter, dann kommt es daher, weil sie ein Softwareprogramm in der DNS festhalten wollen. Wenn Leute sagen, ja, es geht um das blaue Blut und die Gene und so weiter. Ja, ja, das ist so auf eine bestimmte Art. Es hält aus ihrer Sicht das Softwareprogramm sauber. Wenn sie sich nämlich außerhalb ihrer hybriden DNS vermischen würden, dann wird sein Effekt sehr schnell verwässert. Und daher kommt dieses obsessive Kreuzungsverhalten und Heiratsverhalten nicht aus Liebesgründen, sondern wegen der Genetik. Denken Sie an Charles und Diana. Da ging es nur darum. Aber das andere Schlüsselthema in Bezug auf diese Genetik ist, dass ihr der Sicherheitsmechanismus menschlichen Verhaltens fehlt oder herausgelöscht wurde, was wir Empathie oder Mitgefühl nennen. Die Fähigkeit, Mitgefühl zu haben mit einer anderen Person in Bezug auf die Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Wenn man Mitgefühl hat, ändert sich sofort das Verhalten. Dann wird man etwas nicht tun, was eine andere Person schädigt, denn man hat Mitgefühl mit den Gefühlen, die die fühlen werden. Sobald man Empathie aus dem Spiel löscht, gibt es keine Grenzen. Dann geht alles. Anything goes.
3000 people on 9/11. 3000 Menschen bei 9/11, no, und Bagdad mit Bomben aus dem Himmel in Trümmer legen, eine Stadt voller Zivilisten, kein Problem. Wir könnten uns das nicht mehr vorstellen. Deswegen sage ich seit Jahren, wenn ihr das, was die tun, mit unseren Begriffen bewertet, vergesst es. Dann habt ihr das Spiel schon verloren. Die sind nicht dieselben, die haben keine Empathie. Denn sie spüren keinerlei emotionale Konsequenzen für ihre Handlungen, horribel wie sie auch sein mögen. Und das ist der eigentliche Grund für die Existenz dieser Hybriden. Ich sehe DNS als Schwingungsfeld. Und wenn man, wie bei einem Hybriden, viel kompatiblere DNS hat, dann hat man einen viel kompatibleren Schwingungszustand. Und dadurch ist auch ihre Fähigkeit zur Verbindung und zur Manipulation emotionaler und mentaler Prozesse viel mächtiger mit den Hybriden, als es mit der allgemeinen Bevölkerung der Fall wäre, die nicht die gleiche Kompatibilität mit der eigenen Schwingungsebene aufweisen. So the idea is to create these hybrid bloodlines and then use them. Die Idee ist also, diese hybriden Blutlinien zu erzeugen und sie dann in dieser Realität als die Mittelsmänner zu benutzen, um diese Realität von außen zu manipulieren. Und deshalb finden wir auch durch die Geschichte hinweg dieses immer konsistente Thema von Besessenheit bis zum heutigen Tag. Jemand, der von einem anderen Wesen, von einem anderen Bewusstsein besessen ist. Und je näher man schwingungsmäßig ist, desto mächtiger ist es. Daher die hybriden Blutlinien. Wenn er einen von denen also anschaut, ich habe auch nicht aus Zufall hier Vater George Bush hingetan, dann könnt ihr an ihm nur das Level wahrnehmen, was ihr eben dekodieren könnt. Und wen seht ihr dann? Einen menschlichen George Bush. Aber wenn ihr nur jenseits dieses Frequenzbereichs sehen könntet, dann würdet ihr eine sehr nichtmenschliche Gestalt sehen. Und ich habe überall auf der Welt Sensitive gesehen, die da eine größere Wahrnehmungsfähigkeit haben, die dieses Bild mehrfach gesehen haben. Wir sehen also den Menschen, aber was ist dahinter? Nicht körperlich, sondern schwingungsmäßig. Viele Medien und Sensitive haben auch gesehen, wie sich diese reptilischen Wesenheiten in den unteren Chakras festkrallen und dann hinter den betreffenden Leuten herschweben. Und warum sie irgendwie ätherisch scheinen, ist, weil sie sich nicht auf dieser Frequenz befinden. Das ist das visuelle Äquivalent einer Radiostation, die nicht ganz richtig eingestellt ist. Daher sieht es nicht solide aus. Aber wenn wir uns in seine Frequenz reinbewegen könnten, dann wäre es wohl solide. Das hier, denke ich, ist eine gute Analogie. Wenn Wissenschaftler mit Materialien arbeiten, die zu gefährlich sind, um direkt damit zu arbeiten, dann ist das Material in einem Tank und die Wissenschaftler bleiben außerhalb davon. Sie ziehen dann lange Handschuhe an und arbeiten damit innerhalb des Tanks, während sie selber aber draußen bleiben. In Schwingungsbegriffen ist es genau wie diese reptilischen Wesenheiten und andere arbeiten. Sie arbeiten außerhalb dieses Schwingungstanks, der unsere Realität darstellt. Und ihre Handschuhe sind diese hybriden Blutlinien. Neil Haig, mein Künstlerfreund, er symbolisiert diese Illuminati-Blutlinien durch diesen blondhaarigen Mann mit all den Firmenlogos auf seinem Hemd. Wann immer ihr also ihn seht im Laufe dieses Tages, das ist die Kontrollstruktur in unserer Realität. Aber was hinter dieser Kontrollstruktur steckt, ist alles andere als menschlich. But what's behind that structure of control is anything but human. Now, after this schism, this catastrophe, I'll get more into that in detail as we go along. Nach diesem Schisma oder dieser Katastrophe, und ich gehe da später noch weiter drauf ein, auf einmal tauchten dann sehr fortschrittliche Zivilisationen auf. Offizielle Historiker sagen, dass Mesopotamien oder was wir Sumer nennen, die Wiege der Menschheit darstellte. The cradle of human civilization. And they talk about the advanced China civilization, the Indus Valley, and of course Egypt. Man spricht auch über eine fortgeschrittene chinesische Zivilisation im Indus-Tal. Die waren aber alle nicht die Wiege der Menschheit. Sie waren das Wiederauftauchen irgendeiner Kultur nach den großen Kataklysmen, die das goldene Zeitalter beendet hatten. Quasi das Auftreten der fortgeschrittenen Gesellschaften in der postkataklysmischen Ära da. Aber sie erschienen dort nicht zum ersten Mal.
Diese geschlechtlichen Überkreuzungen innerhalb der eigenen Blutlinien scheinen überall auf der Welt stattgefunden zu haben. Aber Sumer bildet dabei das wichtigste Gebiet, was dann zu Babylon wurde und was wir jetzt Irak nennen. Genau der Bereich, den Sie jetzt aufs Korn nehmen. Im Irak hat man alte Tontafeln gefunden, die weit in die Vorzeit hineinreichen. Über die Jahre sind sie von verschiedenen Leuten übersetzt und dekodiert worden. Und eins der Themen in diesen Tontafeln scheint über eine nichtmenschliche Rasse zu sprechen, die als Anunnaki bekannt wurden. Which has become known as the Anunnaki, which some translators say means from heaven, those who from heaven to earth came. Anyway, they talk Manche Übersetzer sagen, das bedeutet die, die vom Himmel zur Erde kamen. Sie sprechen jedenfalls von der geschlechtlichen Vermischung zwischen den Anunnaki und Menschen und über die königlichen Blutlinien, die durch die Anunnaki geschaffen wurden. Das ist eine Geschichte, die, wie ich schon sagte, überall auf der Welt unter verschiedenen Namen erzählt wird. Im Laufe der Jahre wurden dann diese hybriden Blutlinien zu den königlichen Familien und der Aristokratie. Warum würden solche Leute sonst behaupten, ein Recht darauf zu haben, König zu sein oder Königin? Eben wegen ihrer Blutlinie. Wir haben ein Staatsoberhaupt in England, Königin Elisabeth II., die nur wegen ihrer Blutlinie Staatsoberhaupt ist. Hätte sie eine andere Genetik, würde sie den Thron vielleicht nur putzen, statt drauf zu sitzen. Und so ist es mit all diesen königlichen Familien. Und was sagten die chinesischen Könige? Sie sagten, sie hätten das Recht, König zu sein, wegen ihrer Abstammung von den Schlangengöttern. They said they had the right to be emperor because of their descendants from the serpent gods. So these bloodlines, through many and various means, headed. Diese Blutlinien bewegten sich dann im Laufe der Jahre durch verschiedene Umstände nach Europa hinein, wo sie zu den königlichen Familien wurden oder eigentlich zur königlichen Familie unter verschiedenen Namen. Und diese Aristokratie diktierte für eine lange Zeit die menschliche Gesellschaft. Und wenn ihr mal schaut, sie sieht aus, als wäre sie besonders guter Stimmung, nicht wahr? Und er würde bestimmt auch einen guten Komiker abgeben. Wenn ihr euch also mal diese königlichen Familien in Europa anschaut, es ist die englische königliche Familie. Nein, das ist nicht. Sie sind deutsch, dänisch, griechisch, russisch. Es ist nicht die britische königliche Familie. Sie sind es alle. Ich meine, wie kann man sowas ernst nehmen? This was on a visit to Dubai. Das war auf einem Besuch in Dubai. Als ich das sah, dachte ich, hat sie Zahnschmerzen oder was ist los? Und in ihrer Gegenwart müssen Leute rückwärts aus dem Raum gehen. Ja, gnädige Frau, dreh der Königin ja nicht deinen Rücken zu. Dabei muss man lachen, wenn man sie anschaut. Dann haben wir die spanische Königsfamilie. Britisch, französisch, italienisch, deutsch, russisch, griechisch, dänisch, Habsburg. Eine der wichtigsten europäischen Blutlinien in diesem Netzwerk. Und dann haben wir die holländische Königsfamilie, Prinz Bernhard. Eine transnationale Firma ist es, mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Ländern. Es ist also überhaupt nicht nur eine königliche Familie. Wir haben also diese Charaktere in unserer Realität. Manche von ihnen Hybride, andere nur deren Handlanger, die uns eine Politik aufoktroyieren, die möglicherweise noch von ganz woanders stammt. Und die sind, insbesondere auch was Deutschland angeht, absolut massiv verwickelt. With invisible light. And they, talking of Germany, are absolutely massively involved. The House of Rothschild, Red Shield, Red Sign. Das Haus Rothschild, rotes Schild, rotes Zeichen, was auch immer. Nach einiger Zeit wurden diese Blutlinien dann, vor allem durch die Hilfe der sogenannten Kolonialimperien, vor allem die Engländer, aber auch die Franzosen und andere, aber vor allem das britische Empire, von dem man sagte, die Sonne würde darin nie untergehen, weil es so groß war. Und das große britische Empire war es wirklich nur wegen seiner Größe, nicht wegen dem, was es tat. Aber jedenfalls wurden diese Blutlinien dann exportiert und auch das Netzwerk von Geheimgesellschaften, das sie und ihre Agenten an die Macht manipuliert, und zwar überall auf der Welt. Und dann passierte dieser Taschenspielertrick. Sleight of hand. Because there's Denn es gibt zwei Arten von Kontrolle. Es gibt die eine Kontrolle, die man schmecken und fühlen kann. Faschismus, Kommunismus, Apartheid. Und die Leute, die dieser Kontrolle unterliegen, wissen wenigstens, dass sie unterdrückt werden und von wem. Und irgendwann wird es dabei auch immer einen Widerstand geben, denn die Leute haben einen Drang nach Freiheit.
Könnte eine lange Zeit dauern, aber es wird kommen. Die beste Form von Kontrolle ist aber eine, die man nicht fühlen, schmecken oder sehen kann, wo man in einer Gefängniszelle sitzt, deren Stäbe man nicht sehen kann. Und da sitzt man dann für immer, denn warum würde man rebellieren, wenn man gar nicht weiß, dass man eingesperrt ist? So what we saw at the end of the so-called colonial period was not freedom. Was wir also am Ende dieser sogenannten Kolonialepoche sahen, war nicht die Freiheit. Es war eine Bewegung von der Kolonialherrschaft, die man noch sehen konnte, zu etwas hin, das man Demokratie nennt, die auf eine wunderliche Weise mit Freiheit verbunden zu sein scheint. Ich weiß, es ist lustig, aber so wird es uns verkauft. So, we had the bloodlines left. Wir hatten also die Blutlinien, die sich aus den früheren Kolonien zurückzogen, und die Netzwerke der Geheimgesellschaften, durch die sie operieren. Und die Blutlinien kontrollieren jene Länder seitdem immer noch, und zwar unter dem Mäntelchen der Demokratie. Und was sie damit bis heute aufgebaut haben, ist das Äquivalent einer transnationalen Kooperation. Eine transnationale Kooperation, wie zum Beispiel McDonald's, hat immer ein Hauptquartier, das seine Politik an alle Lizenznehmer diktiert. Wenn Sie also in einen McDonald's in Russland oder Australien oder Deutschland gehen, ist es immer ziemlich dasselbe McDonald's. Und was die Illuminati-Blutlinien also gemacht haben über diese Zeit hinweg, über die ich spreche, sie haben eine geheimgesellschaftliche Version dieser transnationalen Kooperation aufgebaut. Man hat das Hauptquartier, und das ist nicht in Amerika, es ist in Europa. Es unterliegt nicht den europäischen Regierungen, aber das Zentrum ist in London, und zwar ganz massiv. It's in Paris, it's in Germany. Es ist in Paris und es ist in Deutschland und in Belgien natürlich. Von diesen zentralen Hauptquartieren aus wird die globale Agenda diktiert. Und in jedem Land haben sie ein Netzwerk von Blutlinien und Geheimgesellschaften. Und deren Job ist es, innerhalb ihrer Einflusssphäre und in ihrem Land diese zentral diktierte Agenda umzusetzen. Und deshalb sehe ich überall auf der Welt, wo ich auch hinreise, dieselben Dinge zur selben Zeit eingeführt und auch mit denselben Entschuldigungen gerechtfertigt. So ist es nur möglich. Das hier diktiert die Agenda, und die untergeordneten Netzwerke in jedem Land setzen dann die Agenda dort in ihrem Land um. Man könnte es mit einem Spinnennetz symbolisieren. Die Spinne sitzt in der Mitte und die Rothschilds sind da ganz nah dran. Und von dort geht es nach draußen, durch das Netz. Und bei jedem dieser Stränge handelt es sich um eine geheime oder semi-geheime Gruppe. Bis zu dem Punkt, wo man nahe an der Spinne ist, da sind es wirklich exklusive Netzwerke, in die nur ganz wenige reinkommen. Weiter nach draußen kommt man zu anderen Geheimgesellschaften, auch zu semi-geheimen Gesellschaften wie den Bilderbergern. Und irgendwann kommt man dann zu Organisationen wie der NATO oder der Europäischen Union, das Council on Foreign Relations in Amerika, die Trilaterale Kommission. Das sind dann Gruppen, die öffentlich bekannt sein können und auch sind oftmals. Aber sie gehorchen noch immer der Spinne, denn die ist es, die das Netz zusammenhält und die dafür sorgt, dass es sich wie eine Einheit bewegt. Deutschland ist dabei natürlich wirklich von wichtiger Bedeutung. Heute genauso wie historisch. Natürlich hatten wir den barbarischen Gründer der Illuminaten, Adam Weishaupt, die sich dann als sehr, sehr einflussreich herausgestellt haben. Als wichtiger Strang in diesem Netzwerk zu dieser Zeit. Kein Zweifel, dass es immer noch in anderer Form existiert. Und dann sind da die Rothschilds, die ihren Namen von Bauer auf Rothschild umgestellt haben, wegen dem roten Schild, das sie an ihrem Haus hatten in Frankfurt. Und das findet sich jetzt natürlich auf der Flagge von Israel, und das ist überhaupt kein Zufall. Denn Israel ist nicht die Heimat der jüdischen Menschen. Es ist die Räuberhöhle der Rothschilds, und jüdische Menschen sollten das wissen. Israel ist nicht das Heim of Jewish people, it is the fiefdom of the Rothschilds, and Jewish people need to know that. And so we see all these different corporations. Wir sehen also all diese verschiedenen Kooperationen, aber wenn ihr nur weit genug zurückgeht, ist es eine einzige Firma mit verschiedenen Masken auf demselben Gesicht. Und so hat man diesen reptilischen Ursprung. Aber eigentlich geht es da noch weit darüber hinaus. Aber nennen wir es an diesem Punkt mal ruhig Ursprung.
und der prägt durch diese Struktur die Weltereignisse. Aber was auch immer abläuft, bleibt es ein Film. Öffentliche Darstellung nach außen gegeben wird, aber in Wirklichkeit ist es dieselbe Kraft. Wir haben also diese Wesenheiten. In der Bibel hießen sie Nephilim. Und dann haben wir das hier, was von außerhalb unserer Realität orchestriert wird. Und dann haben wir an der Spitze all diese verschiedenen Pyramiden, die wir Länder nennen oder Religionen. And then at the top of these different pyramids that we call countries and religions and stuff, you've got these people that are place people. Because da haben wir diese Leute, die eigentlich Statthalter sind. Und die orchestrieren die Kriege, sie kontrollieren die Politik, die Finanzen, das Militär, die Religion, die Adelsgeschlechter. Und die Leute werden von ihnen gegeneinander ausgespielt in Kriegen. Das passiert doch gerade im Mittleren Osten. In der dritten Sektion komme ich noch viel genauer darauf zu sprechen. Diese Leute sind also nur eine Art von Direktor der Agenda. Manche von denen wissen das vielleicht gar nicht mal und machen einfach nur ihren Job, denn diese Information ist sehr abgeschottet. Aber sie erklären jedenfalls die Kriege. Aber dahin kämpfen tun sie nicht. Unsere Leute kämpfen sie aus. Aber wenn wir aufhören würden zu kämpfen, dann gäbe es keine Kriege. Das liegt eigentlich in unserem Einflussbereich. Und auf diese Art teilen sie uns auf und herrschen über uns, indem sie uns in Kriege gegeneinander verwickeln, durch Religion und andere Dinge. Diese Politiker, die kommen und gehen und immer wieder neue, Bundeskanzlerin Merkel und so weiter, das sind auch wieder nur Spielfiguren. Manche von ihnen werden Bescheid wissen, die meisten werden ein wenig Bescheid wissen. Manche von ihnen werden gar nichts wissen und einfach nur ihren Job machen und denken, sie hätten die Kontrolle. Dieses Bild hier fand ich im Internet und fand, es ist perfekt für mich, diese Leute mit den Masken auf. Denn es ist immer nur eine andere Maske in jeder politischen Ära. Aber es ist immer dieselbe Macht an der Kontrolle. Das hier sagt kein Signal. Kein Signal, denn manche dieser Typen sind natürlich noch schlimmer als die anderen. So, when you look at like the myth, the theme of the Trojan horse. Wenn ihr euch mal das Thema des trojanischen Pferds ansieht, wo man sich auf verborgenem Weg in eine Gesellschaft hineinschleicht, dann stellt das ziemlich genau das dar, was wirklich abläuft. Wir werden infiltriert, ohne dabei überhaupt mitzukriegen, aus verständlichen Gründen, dass wir überhaupt infiltriert werden. Denn für uns sieht es so aus, als würden da ständig verschiedene Menschen hereinkommen und ihre Gesetze machen. Dieses Bild hat mir jemand geschickt und ich sage jetzt nicht, es sind reptilische Augen, es könnte auch das Licht sein. Aber es symbolisiert, was so viele Leute überall auf der Welt zu mir gesagt haben. Denn manche Menschen sehen die vollen körperlichen Veränderungen. Aber die meisten sprechen immer über die Augen, die diese reptilische Form annehmen. Ich habe einen Freund, der einen Kollegen hat, ich glaube, der lebt in der Schweiz, der ein Projekt gemacht hat, ich glaube, vor einem Jahr. Ich stimme zwar nicht damit überein, es geht um Iris-Scans. Sehr schöne Arbeit, mein Freund. Vielen Dank, ja. Warum ich das erzähle, ist, dieser Typ wusste natürlich nicht, dass sein Freund ein Bekannter von mir ist. Wahrscheinlich hat er nie von mir gehört. Aber er sagte jedenfalls zu meinem Bekannten, dass die erstaunlichste Sache an seinem Projekt war, als er sich durch ein Mikroskop 2300 verschiedene Augen angesehen hatte, da stellte er fest, dass von diesen 2300 eingescannten Augen ungefähr 4%, und das deckt sich genau mit meinen Beobachtungen, dass ungefähr 4% reptilischen Ursprungs schienen. Und für ihn war das total verblüffend, aber wenn man sich das größere Bild anschaut, macht das absolut Sinn. Das hier ist wieder mal George Bush aus dem Internet und naja, es ist bestimmt wieder mal das Licht, aber ich will euch einfach ein Gefühl dafür geben, wie das aussieht, wenn die Veränderung auftritt. Und wenn jemand überhaupt kein Mitgefühl hat, dann ist es der Typ hier. Ist das Bloke? And someone put that on a magazine front. Das hier hat jemand auf die Frontseite von einem Magazin in England getan, um mich lächerlich zu machen. Und ich dachte, oh, danke, das ist gut, getroffen. Und es gibt uns eine Art von Gefühl für das, dem wir uns gegenüber sehen. Und dann dieser Typ hier, oh. Leute sagen, kauf ihm keinen Gebrauchtwagen ab. Ich würde sagen, kauf nicht mal ein neues Auto von ihm. Sein Lächeln fällt immer auf, aber schaut euch dabei gleichzeitig mal seine Augen an. Oh, dieses Lächeln, das ist kein falsches Lächeln, ne? Aber die Augen, die verändern sich dabei nicht, die lächeln nicht. Aber was ist dahinter?
hinter dem Schwingungslevel, das wir dekodieren. Was steckt dahinter? Dieser Typ hier mit dem Namen Ted Heath. Er war Premierminister in England von 1970 bis 1974 und brachte uns in die Europäische Union. Der hat sein ganzes Leben lang der Agenda gedient. Als ich noch beim Fernsehen war und bei der Grünen Partei im Jahr 1989, also noch bevor dieser Wandel bei mir passierte, als ich da also noch mitmachte bei diesem Zeug mit Fernsehen und Politik und so weiter. Die Grünen hatten damals 1989 zum einzigen Mal ein wirklich gutes Wahlresultat gehabt. Die Meinungsumfragen waren hervorragend und so wurden Leute aus der Grünen Partei zum ersten Mal vor die Fernsehkamera gebeten. Also wurde ich dann gebeten, auf Sky Television die Umfrageergebnisse zu kommentieren. Für Murdoch war das damals noch. Jedenfalls, ich komme an und eine Dame führt mich in den Make-up-Raum und sie weist mir den Stuhl zu und sagt, in einer Minute wird jemand kommen und sich um sie kümmern. Die Türe war offen, als ich da reinging, so dachte ich, ich bin da allein drin. Also sitze ich da einfach, warte auf die Make-up-Dame und dann fällt mir plötzlich auf, dass rechts von mir ja der hier sitzt. Er saß hinter der Tür, deswegen hatte ich ihn nicht sehen können. Und dann kam dieses merkwürdige Erlebnis, das ich damals überhaupt nicht verstehen konnte. Freundlich wie ich bin, schaute ich natürlich zu ihm herüber und sagte, hallo, wie geht's? Er aber sagte kein einziges Wort in dieser ganzen Folge von Ereignissen da. Als ich hallo zu ihm sagte, drehte er sich zu mir, sagte aber kein Wort, starrte mich nur an. Und dann sahen seine Augen mich von Kopf bis zum Fuß und wieder nach oben an. And then he turned and faced the bloody mirror. The amazing thing was. Und dann drehte er sich wieder zurück und schaute den Spiegel an. Das Erstaunliche war, als er mich so scannte, dass seine gesamten Augen, inklusive dem Weißen, so aussahen. Sie waren komplett schwarz. Und das andere daran war, ihr wisst doch, wenn man jemand anschaut und Augenkontakt macht, bei ihm gab es keinen Augenkontakt. Auf der Heimfahrt sagte ich noch zu meiner Familie, es war, als wenn man in zwei schwarze Löcher reinschauen würde. Es war, als wenn man durch ihn durchsehen würde. Zu der Zeit macht es noch gar keinen Sinn für mich. Heutzutage weiß ich, dass ich wirklich durch ihn durchsah, in eine andere Dimension hinein. Und da war der wirkliche Ted Heath. Und als ich in den 90er Jahren dann anfing, genauer zu recherchieren, nach meinem Aufwachen, und wen finde ich da als einen der großen Satanisten in England? Den verdammten Ted Heath. Und ich schrieb da auch drüber in meinem Buch Das größte Geheimnis 1998. Da schrieb ich, Ted Heath ist ein Serienmörder, ein Satanist und ein Kinderschänder. Ein Journalist las ihm dann diese Passage aus meinem Buch 1998 vor und seine einzige Reaktion war, David Icke muss wohl verrückt sein. Ansonsten geschah nichts. Warum? Weil es wahr ist. Ich habe so viele Quellen über diesen Typ. Und wenn ich so in der Welt herumreise, da gibt es immer wieder mal Leute, die erzählen mir über Leute mit schwarzen Augen. Und wenn sie sie dann beschreiben, dann ist es genau das, was ich erlebt habe. Hier haben wir also dieses menschliche, nichtmenschliche Level. Das eine sehen wir, das andere nicht. Ich meine, wenn man sich diese Bilder so anschaut, da fällt einem gar nichts mehr ein. Und bei dem hier schon überhaupt nichts. Der Papst braucht seine Form nicht mehr zu wandeln. Ach, da fällt mir ein, der stammt ja aus Bayern. Nächste Woche fahre ich nach Rom. Da machen sie den alten Papst zum Heiligen. Also jedenfalls, lass mich noch mal betonen. Diese hybride DNS hat keinerlei Mitgefühl. Deshalb hat all dieses Zeug keine emotionalen Konsequenzen für jene Leute. Und als sich das also ausbreitete, diese Geschichte mit den Reptilien, die kam auf einmal in mein Leben, ungefähr Mitte der 90er Jahre, und auf einmal, bang, überall, wo ich hinkomme, gibt es noch mehr Geschichten darüber. Und irgendwann sagt man, oh nee, nicht schon wieder eine Reptiliengeschichte. Das kam also richtig in mein Leben rein. Und wenn man da erstmal drauf einsteigt, dann stellt man auf einmal fest, wie viele Argumente es dafür gibt, die uns direkt ins Gesicht starren. In Botswana zum Beispiel, also im südlichen Teil von Afrika. Das sind jetzt Ergebnisse der Mainstream-Anthropologie-Forschung. Da fanden sie einen Schlangenkult,
der 70.000 Jahre zurückreicht. Der Schlangenkult ist die älteste Form der Anbetung. Und dieser Typ hier, Reverend Battus Dean, schrieb ein Buch aus der christlichen Perspektive im Jahr 1933 mit dem Titel Der Schlangenkult. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde eine Menge guter Bücher geschrieben, bevor dem ein Ende gesetzt wurde. Er machte sich jedenfalls daran, alle Schlangenkulte überall auf der Welt und durch die Geschichte hindurch anzuschauen. Und am Ende des Buchs schrieb er, es erscheint, dass keine Nation geografisch so entfernt war oder religiös so abweichlerisch, dass sie nicht alle einen, und zwar einen einzigen, Aberglauben teilten, dass sowohl die Zivilisiertesten unter ihnen als auch die Barbarischsten sich einer einzigen Gottheit beugten und dass diese Gottheit entweder eine Schlange darstellte oder durch sie repräsentiert wurde. Es scheint auch, dass in den meisten oder vielleicht sogar allen zivilisierten Nationen, in denen diese Schlange angebetet wurde, irgendeine Fabel oder Tradition existierte, die direkt oder indirekt mit dem Fall des Menschen aus dem Paradies in Zusammenhang stand. Und immer hatte die Schlange damit zu tun. Was daraus folgt, ist, dass die allerältesten Berichte über die Ursache und die Natur dieser Verführung die Grundlage für alle anderen bilden müssen, die die siegreiche Schlange darstellen. Siegreich über den Menschen in seiner Unschuld, die seine Seele einem Zustand der Sünde unterwarf und in die erbärmlichste Vergötterung und Bewunderung seiner selbst. Into the most abject veneration and adoration of himself. And what you find around the world. Überall auf der Welt findet man also dieses gemeinsame Thema mit der Schlange. Diese Figuren hier wurden in dem Land gefunden, was dann zu Sumer wurde. Aber sie stammen aus der vorhergehenden Zivilisation, der UB-Kultur, an derselben Stelle, die wir jetzt den Irak nennen. Das hier ist eine Schlangenmutter mit ihrem Kind und auch andere Schlangenabbilder wurden gefunden. In Asien gibt es die Nagas, von denen man sagt, dass sie entweder menschliche oder reptilische Formen annehmen könnten. Und es gibt dort auch entsprechende Monumente, auf denen sie zu sehen sind. Die Druiden und die Kelten in Europa huldigten einem Schlangengott mit dem Namen Hu, der natürlich auch wieder ein Schlangenmensch war. Auch in Ägypten wurde die Schlange wieder verehrt. Die Kobra ist ein Symbol, was immer wieder in Zusammenhang mit diesen Wesenheiten kommt. Das hier ist der Bauch einer Kobra. In symbolic communication. That's the belly of a cobra. There's a cobra on the head. Here's the head kind of. Und da gibt es eine Kobra auf dem Kopfschmuck. Auch die Seiten am Kopf des Pharaos gleichen einer Kobra. In Zentralamerika hatte man Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Mayas hatten ihre eigene Version mit dem Namen Kuschkulkan. In Asien haben wir den Drachen als ganz wichtiges Symbol. Dann gibt es all die Folklore über fliegende Drachen. Wir dürfen uns aber auch wieder nicht zu sehr von all diesen Dingen beeindrucken lassen und dann sagen, ah, seht mal, es geht nur um diese reptilischen Wesenheiten. Während dieser großen Kataklysmen, die das Ende des goldenen Zeitalters gebracht haben, gab es bestimmt viele fantastische Bilder am Himmel, die die elektrische Plasma-Interaktion dieser kataklysmischen Ereignisse darstellten. Vielleicht kommt es auch von da, das ist gut möglich. Aber eins ist sicher, es gibt endlose Berichte darüber, dass sie tatsächliche Wesenheiten gewesen seien. Dieser Mensch hier, Credo Mutwa, der jetzt 90 Jahre alt wird, er ist ein Zulu-Schamane und er wurde vor etwa 50 oder 60 Jahren in afrikanische Geheimgesellschaften eingeführt. Er sagt, als die europäischen Mächte, also zum Beispiel die Briten, nach Afrika kamen, da wollten sie, in seinen Worten, die Seele der Schamanen melken und sie dann umbringen, um den Wissensstrom zu beenden, der da durch die Jahrhunderte weitergereicht wurde. Das hat man überall auf der Welt gemacht, unter dem Vorwand des Christentums und um sie vor dem Teufel zu bewahren und so weiter. Daher haben sie in Afrika Geheimgesellschaften gegründet, um das Wissen während der Kolonialzeit am Leben zu halten. Und man musste grausliche Einweihungsrituale durchlaufen, um das Wissen zu erhalten. Als ich 1998 das größte Geheimnis veröffentlichte, wo ich zum ersten Mal über die Reptilien sprach, da rief er mich an und sagte, Mr. Eich, ich muss mit Ihnen sprechen. Woher wissen Sie über die Chitauri?
ich wusste gar nichts darüber. Wer sind die Chitahuri? Es stellte sich heraus, das ist der Zulu-Name für die Schlangengottheit. Chitahuri, die Kinder der Schlange, die Zerstörer. He showed me some of his ancient artifacts. Er zeigte mir dann ein paar seiner uralten Artefakte. Links ist ein Gemälde, was Credo selbst anfertigte in moderner Zeit und das auf alten und neuzeitlichen Berichten über diese Schlangenwesen aufbaute. Und es ist eigentlich sehr ähnlich mit dem, was vor ein paar Jahren dieser spanische Künstler malte. This is Credo's necklace of the mysteries. Unfortunately, it's been stolen now. Das hier ist Credos Halsband der Mysterien. Inzwischen ist es leider gestohlen worden. Es geht mindestens 500 Jahre zurück, denn es wird in 500 Jahre alten Berichten schon erwähnt. Aber er sagt, es geht mindestens 1000 Jahre zurück. Und da hängen diese Symbole dran, die er sich dann auf die Schultern legt, obwohl er es ein Halsband nennt. Und anhand dieser Symbole erzählt er dann die Geschichte von Afrika, aber in Wirklichkeit die Geschichte der Welt. Denn auf viele Art stammt die moderne, manipulierte Menschheit ohnehin aus Afrika. Zuerst hat man da also die menschliche Frau. Dann kommt eine sehr nichtmenschliche Wesenheit, da komme ich gleich noch drauf zurück. Und auf dieser Hand hat man dann das Auge, das allsehende Auge, das man auch auf der Dollarnote findet. Dann hat man hier den Davidstern und hier ist Orion, der übrigens immer wieder auftaucht. Just near there anyway. There's Orion, which comes up again and again. And here, that's, und das hier ist in den Geschichten ein Raumfahrzeug, in dem diese Wesenheiten angeblich auf die Erde kamen. So wird es in den Geschichten erzählt, ich komme noch darauf zurück. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr wird mir klar, das könnte eigentlich auch Saturn sein. The more I think there's a very, very good chance that that's actually Saturn. Anyway, you've got the all-seeing eye, there you go, the star of David and all the rest of it. Jedenfalls haben wir hier das allsehende Auge, den Stern von David und all die anderen Sachen. Dann haben wir die menschliche Frau und dann dieses ganz nichtmenschliche Wesen mit seinem aktionsbereiten Willi. Und die passen interessanterweise zusammen. Und ich sagte zu ihm, worum geht's denn dabei? Und er sagte, da geht's um die Vermischung zwischen den Chitahuri und den Menschen. Und ich sagte, naja, besonders reptilisch sieht es ja nicht für mich aus. Und da sagte er, und das habe ich woanders auch schon gehört, die Chitahuri sagten, ihr dürft uns nie so darstellen, wie wir wirklich sind. Was also viele Menschen taten, war, dass sie als offensichtlich nicht menschlich darstellten, ohne dabei aber ihre wirkliche Gestalt wiederzugeben. Eins, was man dann auch immer wieder auf der Welt antrifft, sind Darstellungen von Menschen mit einem menschlichen Torso, aber dann mit einer Schlange als Unterteil. Das findet man überall, so wie hier. Ich nehme an, dass wir hier wieder eine sehr gute Chance haben, dass es eine Symbolik der hybriden Blutlinien betrifft. Das hier stammt aus Zentralamerika und gibt wieder das gleiche Prinzip wieder. Dasselbe hier. Die Kobra ist, wie ich schon sagte, ein wichtiges Symbol dieser Blutlinien. Und riesige Schlangen, die die Menschen bekämpfen, ist auch ein immer wiederkehrendes Thema. Man findet es auch in der Folklore und in Kindergeschichten, wo man die Könige hat, wieder die königliche Blutlinie. Sie empfinden sich selber als was Spezielles. Sie sind nicht wie der Rest der Menschheit, sie sind Hybride. Dann hat man die Prinzessin, die den Frosch küsst, der sich dann verwandelt und all diese Symbole. Durch all das, was ich über die Jahre geschrieben habe, schicken mir Leute natürlich auch immer wieder Bilder zu. Es gibt so viele Abbildungen, die reptilische Wesenheiten und Menschen zeigen oder die teils menschlich, teils nicht menschlich aussehen. Diese Wasserspeier, die man auf den Kathedralen und den Schlössern und den Häusern der Elite-Blutlinien immer wieder findet, die sind auch symbolisch für diese Wesenheiten. Auch in der modernen Kultur kommt das Reptilien-Thema immer wieder hoch. Low, but I won't. This is Bolt 2008 with the reptilian eyes. And then you look at the coats of arms of these elite families. Und auch wenn man sich die Wappen dieser Elitefamilien ansieht, taucht immer wieder der fliegende Drachen oder die fliegende Schlange auf. Und eins der Epizentren für die Manipulationen dieser Elite ist natürlich die City of London. Nicht dieses große geografische Konglomerat, das man London nennt, sondern der spezifische Platz, die City of London. Das ist ein Gebiet um die St. Paul's Cathedral herum und es ist eines der globalen Finanzzentren beziehungsweise für globale finanzielle Manipulation. Und das Emblem der City of London hat auch wieder diesen fliegenden Drachen.
der das rote Kreuz auf weißem Hintergrund hält. Das ist das Symbol der Tempelritter, die auch einen ganz wichtigen Strang in diesem Netz bilden. Hier kommt es nochmal in Vergrößerung. Wenn man vom Rest von London kommend die City of London betritt, dann passiert man diese Dinge auf beiden Seiten der Straße. Und dann gibt es dieses gemeinsame Thema von reptilischen Wesenheiten, die Menschen fressen. Das hier ist aus dem Maya-Yucatan-Gebiet in Zentralamerika. Hier noch eins. Und die sind aus Europa. Es ist immer dasselbe Thema. Und die Schlange mit der Krone ist dann noch so ein Thema, das auch immer wieder auftaucht. Das hier wurde von Credo Mutwa gemalt, auf Grundlage von alten Chitahuri-Themen. Und dann schaut euch mal Alfa Romeo an, mit dem Templerzeichen des Roten Kreuzes auf weißem Hintergrund. All diese Firmen sind von dem Netzwerk kontrolliert. Hier haben wir Berlusconi, der keine zwei Gehirnzellen hat, die sich aneinander reiben könnten. Das hier findet sich auf einem seiner Anwesen im Boden. Und überall, immer wieder auf der Welt findet sich dieses Thema. Und dann gibt es noch diesen Aspekt, dass diese Wesenheiten sich offensichtlich von menschlicher Energie ernähren. Feed of human energy. Das ist ihre Energiequelle. Und um diese Energie zu verwerten, muss man sich schwingungsmäßig in Synchronisation mit der anderen Energie befinden. Ansonsten, bumm, würden sie durcheinander hindurchgehen wie Radiostationen. Und durch ihren grundlegenden Wesenszustand, in dem sie immer die Kontrolle haben wollen, und jeder, der Kontrolle haben muss, ist in einem tiefen Unsicherheitszustand. Sie sind also in einem niederen Schwingungszustand und brauchen auch die Energie eines niedrigen Schwingungszustands. Daher müssen sie die Menschheit auch in einem niedrigen Energiezustand halten, in Furcht, Depression, Ärger, all diesem Stress. Und damit generieren wir die Energie, von der sie sich ernähren. Das gibt euch eine Idee darüber, wie unterschiedlich sich verschiedene emotionale Stadien manifestieren. Es gibt einen Mann in Japan, der weltweit sehr bekannt ist, Herr Emoto. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, in denen er die Effekte all dieser Emotionen und auch die Effekte menschlicher Worte und Effekte von Mobiltelefonen auf Wasser zeigt. Ich war in seinem Studio in Tokio, wo er das macht. I've been to his studio in Tokyo where he does it. What he does is he gets water, puts it in a container, and what he'll do is... Er nimmt da Wasser, tut es in einen Behälter und dann schreibt er was auf die Seite von dem Behälter. Und weil sogar Worte, die wir sehen, einen holographischen Ausdruck von Schwingung oder Informationen darstellen. Wenn man also Hass oder Liebe draufschreibt und das dann auf den Behälter draufklebt, dann wird die Schwingung dieses Wortes weitergegeben. That word, that state of being. And what he then does, und was er dann macht mit der Technologie, die ich übrigens gesehen habe, dann friert er das Wasser ein und zwar sehr, sehr schnell. Und dann fotografiert er die Kristalle. Dabei muss er schnell sein, denn die schmelzen natürlich gleich wieder. Links sehen wir ein Kristall, kurz nachdem Liebe auf die Seite des Containers geschrieben wurde. Wunderschön. Und das hier rechts entstand, nachdem man "Du machst mich krank, ich werde dich umbringen" auf die Seite des Behälters geschrieben wurde. Er hat ganze Bücher darüber geschrieben. Was ich sagen will ist, der emotionale und mentale Zustand, in dem wir uns befinden, kann sehr verschiedene Schwingungen erzeugen. Das rechts hier ist der Zustand, den Sie erzeugen wollen, denn das ist das einzige Energielevel, das Sie verwerten können. Ein Krieg wird für Sie dadurch zum verdammten Bankett. Und Sie sind nicht nur Energievampire, Sie sind wirklich buchstäblich Blutvampire. Und deshalb findet man auch immer und immer wieder, wenn man sich mit diesen Leuten befasst, dass sie Satanisten sind. Verwickelt in Kindesmissbrauch, satanische Rituale und Blut trinken. Warum? Weil Blut die menschliche Lebenskraft trägt, den menschlichen Code. Sie trinken dieses Zeug und es hilft ihnen dabei, in menschlicher Form zu bleiben. Durch die hybride Natur ihrer DNS können sie die Form wandeln, was uns zum nächsten Thema bringt. Shapeshifting ist auch wieder ein Thema, das durch die ganze Geschichte geht. People say to me, you don't
look any further. They say you can't move from a solid form to another solid form. Not possible. Do you know something? I agree. It ain't. Leute sagen mir da immer, man kann sich nicht von einer physikalischen Form in eine andere bewegen. Aber wir reden ja auch nicht darüber, von einer festen Form zur anderen zu wechseln. Was wir eigentlich sehen, ist eine Energieverschiebung. Eine Verschiebung in der Schwingung oder Information auf dem Schwingungsniveau dieser Realität. Und da sich das verändert, wird es auch durch die holographische Struktur hindurch kodiert. Wenn sich das auf dem energetischen Niveau von menschlich zu reptilisch verschiebt, dann wird der Beobachter hier zuerst mit seinem Dekodierungssystem einen Menschen erkennen und dann werden wir eine Veränderung ins Nichtmenschliche sehen. Man nimmt aber nur ein anderes Energiefeld wahr, denn dieses Feld verändert sich. Nicht das feste Körperliche, denn es gibt nichts festes Körperliches. Und eins, worauf ich immer wieder gestoßen bin, wenn manche dieser Wesenheiten mal so richtig böse werden und emotional, dann entsteht manchmal buchstäblich eine Art von elektrischer Entladung. So wie wenn man richtig wütend ist und das quasi elektrisch im Körper spürt. Eine Art elektrische Entladung, die quasi die zwei Energieebenen stört und plötzlich verwandeln sie sich vor den Augen des anderen und gehen dann schnell wieder zurück in ihre alte Gestalt. Ich habe das überall auf der Welt immer wieder gehört. Da passiert also das Formwandeln. Nicht irgendwo da draußen, das gibt's sowieso nicht. Es passiert im Dekodierungssystem des Beobachters. So, und jetzt die Straße zur globalen Tyrannei. Wir hatten das goldene Zeitalter. Wo alles in Harmonie war und unser Bewusstsein weit ausgebreitet. Und dann kam plötzlich dieses Schisma, diese Verzerrung. Es spielte sich ab als Serie fantastischer Erdbeben und geologischer Ereignisse. Und alle alten Kulturen auf der Welt erinnern sich daran in ihren Aufzeichnungen. Unglaubliche Stürme und Wellen und alles dazugehörende. Und das muss es ja auch. Denn eine Verzerrung im Schwingungs- und Informationsfeld muss durchschlagen, ins Holographische, und sich dort auf viele Arten als Verzerrung niederschlagen. And this man, Emanuel Velikovsky, and increasingly other people that are dieser Mann hier, Emanuel Velikovsky, und eine ständig zunehmende Anzahl anderer Forscher, die sich mit diesem elektrischen Universum befassen. Velikovsky mag vielleicht nicht in jedem Detail richtig gelegen sein, aber mein Gott, wer kann das schon? Es ist trotzdem unglaublich, was er alles verstanden hat. Und er entdeckte dieses Thema von Planeten, von denen wir denken, dass sie schon immer da waren. Und Velikovsky entdeckte, dass die Planeten gar nicht unbedingt seit so langem dort sind, wo sie sind. Das hier ist ein Buch mit dem Titel Blitze der Götter. Ein exzellentes Buch und es ist von den Autoren geschrieben, die auch das elektrische Universum geschrieben haben. Es beschreibt, was Menschen am Himmel wohl wahrgenommen haben müssen, als all dies passierte. Und sie zeigen, dass das genau dem entspricht, was die Alten aufgeschrieben und durch die Jahrhunderte hindurch überliefert haben. Und zwar reden wir über eine Situation, in der etwas passierte, das die elektromagnetische Stabilität dermaßen verzerrte, dass ganze Planeten aus ihren damals natürlichen Bahnen herausgeworfen wurden. That planets were knocked off their natural or their then natural orbits. And they talk about Mars. Sie sprechen davon, dass Mars derart nahe an die Erde kam, dass es wieder elektrische Plasmaverbindungen gab. Und genau darüber spricht man auch wieder in den alten Kulturen, überall, wo dieses Thema mit den Blitzen der Göttern aufkommt. Die Autoren sagen, dass es wahrscheinlich das war, was geschah. Und sie bringen einige sehr gute Belege dafür. Und was ich auch in meinen eigenen Büchern immer wieder sage, ist, dass Venus auch noch nicht allzu lange an ihrem derzeitigen Platz ist. Sie sprechen darüber, dass Venus der Langhaarige oder der Bärtige sei. Denn als sich die Planeten durch dieses elektrische Plasmamedium bewegten, als elektrische Entitäten hätten sie natürlich auch massive Kometenschwärme erzeugt. Und sie zeigen auf, dass das hier rechts auch gut eine Darstellung der Venus mit ihrem Schwanz gewesen sein könnte. Wenn man sich vorstellt, wie es sich wohl von Ägypten aus dargestellt hätte. Und beim Saturn gehen sie davon aus, und ich denke, sie haben absolut recht, dass Saturn früher nicht da war, wo er jetzt ist, sondern viel näher an der Erde dran. Und dass er einen starken Fokus für menschliche Anbetung darstellte.
und menschliche Aufmerksamkeit, der Herr der Ringe. In alten Schriften wird er oft als die alte Sonne beschrieben oder auch als der Herr. Or the Lord. And it was depicted as an eye. Interessanterweise wurde er als Auge dargestellt. Satanismus klingt nicht zufällig wie Saturnismus. Ganz viele Religionen haben die Anbetung des Saturn als Grundlage. Und es klingt wahrscheinlich verrückt, aber ich bin inzwischen nicht mehr sicher, ob es sich überhaupt um einen Planeten handelt, je weiter ich da einsteige in dieses Thema. In Satanism, they use this. This is from a film, the last film of Stanley Kubrick. It was called Das Bild links ist aus Kubricks letzten Film Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick war ein Insider, insofern als er Inside-Informationen hatte darüber, wie es funktioniert auf der Welt. Und am Schluss brachten sie ihn um. Das ist eine lange Geschichte, aber er produzierte jedenfalls Eyes Wide Shut am Schluss, aber konnte seine Veröffentlichung nicht mehr miterleben. Er hatte einen Vertrag, der besagte, dass seine Filme nicht von jemand anderem geschnitten werden durften, solange er am Leben war. Also töteten sie ihn halt, kurz bevor der Film herauskam. Und 25 Minuten des Films wurden dann herausgenommen. Und das, was noch drin war, das war noch schlimm genug. Es ging um die Elite, die an Opfer- und Sexritualen teilnahm. Das spielte in einem Gut in Amerika. Und kürzlich fand ich raus, dass der Ort, an dem das aufgenommen wurde, ein Schloss der Rothschilds war. Einer der Darsteller in dem Film trägt einen Saturnhut, so wie unser Freund hier auch. Saturnischer Symbolismus, das ist interessant. Die schwarzen Roben der Richter und der Priester gehen auf saturnischen Symbolismus zurück. Der sechszackige Stern ist auch Saturn-Symbolismus. Und hier links seht ihr das Symbol für Saturn und rechts das Symbol für Kommunismus. Ein weiteres Symbol für den Saturn in Symbolsprache ist der Würfel. Und in Mekka hat man das Zentrum aller Anbetung schlechthin und es stellt einen Würfel dar, der Kaaba-Stein. Und in der jüdischen Religion trägt man an bestimmten Stellen diesen Würfel auf dem Kopf. Oh, dear God. Beam me up, Scotty. It's mad down here. Oh, diese Welt. Beam me up, Scotty. Es ist ziemlich verrückt hier unten. Und so kommen wir zu diesem Schisma zurück. Es gab eine Planetenbewegung und eine große Katastrophe am Himmel, die einen massiven Effekt auf die Erde hatte. Daher kommen all die Geschichten von der Sintflut und dem Kippen der Polachsen in den alten Darstellungen. Das hier sind ein paar Ausdrucksformen von Plasma und Elektrizität in Laborexperimenten. Denn das, was am Himmel passiert, können die Leute vom elektrischen Universum in Laborexperimenten nachvollziehen. Theme of events. And they produce this in a laboratory. Im Labor haben sie zum Beispiel das hier produziert. Von der Art von Dingen, die am Himmel entstehen würden, in Zeiten von großen kataklysmischen Ereignissen, genau denen, von denen ich spreche. Dann fingen sie an, nach diesem gemeinsamen Thema überall auf der Welt zu suchen. In Höhlenmalereien und anderen Formen von Kunst dieser urzeitlichen Menschen. Es wirkt unglaublich überzeugend, wenn man sich das ansieht. Die Autoren gehen davon aus, dass die Menschen diese Zeichen nach dem malten, was sie vorher am Himmel erlebt hatten. Und dann gibt es das Thema mit dem Krieg am Himmel, der Krieg der Götter am Himmel. In diesem Gemälde ist es brillant symbolisiert. Und das ist auch wieder ein gemeinsames Thema. Symbolically, that's what happened. And of course, you've got. Denn das ist, was tatsächlich passierte. Natürlich hat man die biblische Darstellung von der Flut und so weiter. Aber überall auf der Welt findet man dieselbe Geschichte von Noah, nur unter anderem Namen. So, in the Golden Age period, we had this connection I was talking about. Im goldenen Zeitalter hatten wir immer noch diese Verbindung, über die ich gesprochen hatte in der ersten Sektion, mit der wir zwar in dieser Welt, aber nicht komplett von ihr waren. Denn wir hatten auch noch einen anderen Beobachtungspunkt und ein vielfach erweitertes Bewusstsein. Aber nach diesem kataklysmischen Event, diesem Schisma, dieser Verzerrung und allem, was folgte, aber dann verloren wir immer mehr unsere Verbindung bis zu dem Punkt, wo dies hier ein Gefängnisplanet wurde und die Menschen wurden zu einer Sklavenrasse. Ich würde mal sagen, letztlich ist das, was da passierte, genau dasselbe, was in China passiert, wo sie das Internet mit einer Firewall blockieren, sodass die Menschen in China
zu großen Teilen des Internets überhaupt keinen Zugang haben, während der Rest der Welt ihn hat. Und wie hat man das gemacht? Das Internet konnte man ja nicht abschaffen. Also hat man die Computer so eingeschränkt, dass sie die Information nicht mehr lesen können. Sie haben eben eine Firewall eingerichtet. Ich würde stark annehmen, dass diese genetische Manipulation, die in den alten Schriften immer wieder erzählt wird, zu einem großen Teil gemacht wurde, um uns mit einer Firewall zu blockieren, sodass wir große Teile dieses Universums nicht mehr wahrnehmen konnten. Genau dasselbe Universum, das die Menschen in der alten Zeit, im goldenen Zeitalter, noch dekodieren konnten. In anderen Worten, jetzt sind wir in diesem unglaublich schmalen Band des sichtbaren Lichts, weil wir eben in dieses Geistesgefängnis eingesperrt worden sind. Es ist ganz eng hier drin und deswegen sind die Leute auch so verstört. Sie haben so wenig Zugang zu Informationen, dass sie diese Realität kaum begreifen können. Und dann wurde dieses reptilische Kontrollsystem zum kollektiven Unbewussten der ganzen Menschheit. Und es begann uns zu diktieren, wie wir die Realität dekodieren und dass wir dieses Gefühl von Begrenztheit entwickelten, das Gefühl von ich kann nicht und unseren absoluten Mangel von Verständnis darüber, wer wir eigentlich sind, eine Sklavenrasse. Right, well, it's get really crazy now. So, und jetzt wird's dann wirklich verrückt. Wie ich schon erzählt habe, gibt's bei mir ja immer so eine Sequenz, dass bestimmte Dinge auf einmal in mein Leben treten und dann zack, kommt auf einmal immer mehr Information dazu. Und als ich gerade am Schreiben des letzten Buchs war, Der Löwe erwacht, da hatte ich noch gar nicht angefangen, in diese Richtung zu gehen. Die meisten meiner Bücher fangen nicht in der Richtung an, in der sie dann enden. Und eines Morgens, etwa vor 18 Monaten, setze ich mich gerade zum Schreiben hin. Ich setze mich also hin und auf einmal passiert etwas, das kenne ich schon seit 20 Jahren, verändert sich die Atmosphäre im Raum. Und ich dachte noch, oh, jetzt geht's wieder los, das kenne ich schon. Und durch meinen Geist ging auf einmal der Gedanke, der Mond ist nicht real, der Mond ist nicht, was du denkst, dass er sei. Es wäre allzu leicht gewesen, das abzutun und zu sagen, ach, verrückt, was wollte ich gerade machen? Aber weil ich solche Erlebnisse in den letzten 20 Jahren immer wieder gehabt hatte, dachte ich, oh, Moment, interessant. Also habe ich einfach in die Suchmaschine eingegeben, der Mond ist nicht real und habe dabei nicht erwartet, irgendwas Besonderes zu finden. Ich hatte ja früher schon über dieses Medium erzählt, die mir bestimmte Dinge übermittelt hatte. Und der eine Satz hatte gelautet, Wissen wird in seinen Geist gegeben werden und zu anderen Zeiten wird er zum Wissen geführt werden. Diese Sequenz wiederholt sich immer wieder. Also gebe ich die Worte in die Suchmaschine ein und es erscheint das Buch Who Built the Moon? Wer baute den Mond? Von Christopher Knight und Alan Butler. Und das las ich dann sofort und war fasziniert. Und von da an ging es nur noch bum, bum, bum. Stoff über den Mond kam aus allen Richtungen angeflogen. Wir realisieren gar nicht, welchen fundamentalen Effekt der Mond auf das Leben auf der Erde hat. Wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, dann neigen wir dazu, Dinge, die wir hier vorfinden, als gegeben anzunehmen. Das ist eben die Art, wie die Dinge hier sind. Deshalb haben unsere Generationen auch so eine Verantwortung, weil wir die Welt noch in einem Zustand gesehen haben, der anders ist als der, wo sie sich jetzt hinbewegt. Wir haben noch die Möglichkeit zu vergleichen. Für Kinder, die gerade geboren werden oder junge Menschen, ist all dieses Zeug mit Kontrolle ganz normal. So ist es halt. Deswegen ist es auch so fantastisch, dass jetzt auch so viele junge Leute dahinter kommen. Und das zeigt die Macht des Bewusstseins über Programmierung, wenn wir es nur wollen. In terms of the moon, what happens? Aber jetzt in Bezug auf den Mond, was läuft da ab? Naja, ich habe nachgeschaut, wir haben Vollmond. Naja, der Mond durchläuft seine Sequenz. Und was soll das schon sein? Der Mond halt. Aber als ich nach diesem Erlebnis anfing, über den Mond Fragen zu stellen, ging es mir, wow, das hatte ich nicht geahnt. Zuerst einmal ist die Mathematik über die Entfernungen zwischen Mond, Erde und Sonne einfach fantastisch. And we see the moon in its Wir sehen den Mond in seiner holographisch dekodierten Form, in seinem physikalischen Zustand am Himmel. Aber natürlich ist der Mond, wie alles andere auch, ein schwingungsmäßiges Informationsfeld. Und wenn er sich auf seiner Bahn einem Planeten nähert,
dann erzeugt er in dessen Feld eine Verzerrung, die natürlich auch durchschlägt in den holographischen Bereich. Und ich sage nicht, dass nur der Mond den Kataklysmus verursacht habe, aber ich sage, dass die Position vom Mond, da wo wir ihn jetzt sehen, Teil des Kataklysmus war. Und das erzeugt diese Verzerrung und daher die kataklysmischen Ereignisse. Das ist jetzt nur ein Fenster in London, aber ich fand es recht symbolisch. Da kann man sich gut vorstellen, wie dieses Ding in der Mitte Verzerrungen erschafft, während es sich durch den Raum bewegt. Und das hat dann kataklysmische Konsequenzen. Und diese kataklysmische Epoche, von der ich behaupte, dass der Mond da rein verwickelt war, und das versetzte die Menschen von damals aus dem goldenen Zeitalter in diesen Zeitabschnitt, in dem unsere Geschichte einsetzt. Das, was wir die Steinzeit nennen. Die Leute denken, das wäre fantastisch, aber schaut euch mal Japan an, schaut euch Haiti an. Das mit Japan ist unglaublich. Aber immerhin können Leute kommen und einem helfen. Was, wenn Japan überall auf der Welt wäre durch dieses große kataklysmische Ereignis und niemand kommt, keine Hilfe? Was würde passieren, wenn es heute geschehe? Wir wissen ja, Elektrizität, Öl, Licht gäbe es auch keins. Natürlich würden wir zurückfallen in das, was wir primitive Zeiten nennen, und zwar über Nacht. Und ich sage, das ist, was passiert ist. Und es verzerrte die menschliche Wahrnehmung, die ja auch eine Art von Schwingung ist. Und die Zulus, das ist übrigens Credo Mutwa in seinem Haus in der Kalahari in Südafrika, die Zulu-Legende sagt jedenfalls, als der Mond kam, wurden die Menschen verrückt. Und ich denke, das bezog sich auf den Effekt, den es auf das Informationskonstrukt hatte. Also, ich las das Buch Who Built the Moon? Und der Mond ist in einer solchen außergewöhnlichen Position. Er könnte sich an keiner anderen Position befinden, damit wir das Leben auf der Erde so haben, wie wir es kennen. Sie sagen im Buch, die Mathematik, um die es im Erde-Mond-Sonnensystem geht, ist nichts anderes als atemberaubend. Der Mond wurde dorthin gesetzt mit der sprichwörtlichen Akkuratesse eines Schweizer Uhrmachers. Der Mond ist 400 Mal kleiner als die Sonne. Und er ist gleichzeitig auch 400 Mal näher an der Erde als die Sonne. Diese zwei Fakten synchronisieren sich, sodass bei einer Sonnenfinsternis der Mond von der Erde aus gesehen genau dieselbe Größe wie die Sonne hat. The Moon from Earth. Und diese unglaublichen geometrischen Zufälle treten in Bezug auf den Mond immer und immer wieder auf. Gerade vor einem Monat habe ich ein Mainstream-BBC-Programm gesehen mit dem Titel »Brauchen wir wirklich den Mond?« Und eine Wissenschaftlerin in der Sendung sagte, sie sei von Kindheit an vom Mond besessen. Sie sagt, der Mond ist so perfekt platziert, dass, wenn er irgendwo anders positioniert wäre, das Leben auf dieser Welt sehr, sehr anders wäre. Überhaupt nicht so, wie wir es jetzt kennen. Sie sagte, dass er so perfekt platziert ist, um das Leben zu erhalten, ist reines Glück, ein kosmischer Zufall. Das glaube ich nicht. Und das ist aus dem Buch Who Built the Moon. Der Mond ist größer, als er sein sollte, offensichtlich auch viel älter und viel leichter in seiner Masse, als er eigentlich sein sollte. Er besetzt eine sehr unwahrscheinliche Umlaufbahn und er ist so außergewöhnlich, dass alle existierenden Erklärungen für seine Gegenwart mit Schwierigkeiten übersät sind und keine von ihnen kann als wasserdicht bezeichnet werden. Eine andere Sache, die man findet, ist, dass wissenschaftliche Fakten, wenn man sie zum Ursprung zurückverfolgt, sich als wissenschaftliche Annahmen entpuppen. Aber durch stete Wiederholung werden sie dann zu Fakten. Dann schaut man sich an, was die Mainstream-Wissenschaft zur Erschaffung des Monds zu sagen hat und wo er herkam. Naja, die sagen, dass die Erde zu dem Zeitpunkt, wo sie sich noch formte, von einem Mars-ähnlichen Planeten getroffen wurde. Und da brach ein großer Brocken ab und wurde zum Mond. Das ist die WAC-Theorie. Aber als dann die physikalischen Berechnungen damit nicht übereinstimmten, kamen sie mit einer Doppel-WAC-Theorie daher.
Sie wurde also von diesem Mars-ähnlichen Körper getroffen, der dann wegflog und dann zurückkam und ihr nochmal so einen Smack verpasste. Und dabei brachen Brocken ab und wurde zum Mond. Was sie eigentlich sagen ist, wir wissen es nicht, wo der Mond herkam. Es gibt da so viele Anomalien an ihm. Das hier ist von Isaac Asimov, einem russischen Professor für Biochemie. Und der über den Mond schrieb, er schrieb, wir können nicht anders als zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass der Mond eigentlich nicht da sein sollte. Die Tatsache, dass er es doch ist, ist eine jener glücklichen Zufälle, die fast zu gut sind, um sie zu akzeptieren. Kleine Planeten wie die Erde mit schwachen Gravitationsfeldern haben eigentlich keine Satelliten. Und generell gilt, dass wenn ein Planet überhaupt welche hat, dass sie dann viel kleiner sind als der Planet selbst. Daher, selbst wenn die Erde einen Satellit hätte, dann gäbe es jeden Grund anzunehmen, dass es bestenfalls eine kleine Welt sein würde, vielleicht 30 Meilen im Durchmesser. Aber so ist es nicht. Die Erde hat nicht nur einen Satelliten, sondern es ist darüber hinaus ein gigantischer Satellit mit 2160 Meilen im Durchmesser. Wie kommt es dann, dass die kleine Erde überhaupt einen hat? Erstaunlich. Unser Mond ist größer als Pluto. Okay, durch das System des elektrischen Universums gesehen, könnte es sein, dass seine Annahmen über die Gravitationsfelder des Planeten nicht absolut richtig sind. Aber nichtsdestotrotz, im Grundtenor hat er recht. The gravitational fields, but in theme it's correct. This is Irwin Shapiro from the Here comes Irwin Shapiro from Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Er sagt, die beste Erklärung für den Mond ist ein Observierungsfehler. Der Mond existiert einfach nicht. Oder NASA-Wissenschaftler Robin Brett. Es scheint einfacher, die Nicht-Existenz des Mondes zu erklären, als seine Existenz. Das passiert also, wenn man seinen Unglauben erstmal zur Seite stellt und einfach mit dem Informationsfluss geht. Plötzlich stößt man auf etwas, was man gar nicht wusste. Und dann gibt es darüber hinaus Evidenz dafür, dass der Mond hohl ist. Im Jahr 1969 setzte die NASA seismische Monitoren auf den Mond und beschoss ihn dann mit dem Äquivalent von einer Tonne TNT. Schockwellen breiteten sich aus und NASA-Wissenschaftler sagen, der Mond klang wie eine Glocke. Morris Ewing, der Co-Direktor des seismischen Experiments, sagte bei einer Pressekonferenz, was die Bedeutung davon angeht, da möchte ich jetzt lieber keine Interpretation liefern. Aber es ist, als wenn jemand eine Glocke angeschlagen hätte, sagen wir im Turm von einer Kirche. Ein einzelner Schlag. Und er stellte dann fest, dass der Nachhall 30 Minuten dauerte. Kurze Zeit später gaben sie dem Mond dann noch einen Schuss, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dr. Frank Press vom Massachusetts Institute of Technology sagte, dass für so einen kleinen Einschlag sich ein Effekt, der für 30 Minuten anhielt, doch sehr weit außerhalb unserer Erwartungen befand. Ein weiterer NASA-Wissenschaftler, Gordon MacDonald, sagte in den frühen 60er Jahren, dass der Mond doch eher hohl zu sein schiene als eine homogene Sphäre. Dr. Sean C. Solomon vom MIT sagte, es gäbe eine beängstigende Möglichkeit, dass der Mond hohl sein könnte. Und wie ich schon sagte, verpasste die NASA dem Mond dann später noch einen zweiten Schuss, der viel stärker war. Sie ließen das Äquivalent von 11 Tonnen TNT einschlagen. Und ein NASA-Wissenschaftler sagte, der Mond reagierte wie ein Gong und vibrierte dann für 3 Stunden und 20 Minuten bis zu einer Tiefe von bis zu 25 Meilen. Ken Johnson, ein Supervisor der Daten- und Fotoabteilung, sagte Alan Butler, der Mond habe nicht nur wie eine Glocke geläutet, sondern der ganze Mond habe gewobbelt, und zwar in so einer präzisen Art und Weise, dass man annehmen konnte, er habe gigantische hydraulische Dämpfer eingebaut. And as the great cosmologist Carl Sagan und wie der große Kosmologe Carl Sagan sagte, ein natürlicher Satellit kann kein hohles Objekt sein. Ich hatte nichts von dem gewusst, bevor ich da einstieg. Aber im Jahre 1970 schrieben 2 sowjetische Wissenschaftler von der Russischen Akademie der Wissenschaften einen detaillierten Artikel im Magazin Sputnik, in dem sie sagten, der Mond sei kein natürlicher Körper. Er sei entweder ein ausgehöhlter Planetoid oder ein Konstrukt.
und er sei die Heimstatt einer sehr fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation. Very advanced non-human civilization or race. What they pointed out in their Wie Sie in Ihrem Artikel aufzeigten, ist die äußere Schale des Monds extrem hart und enthält Mineralien wie Titanium. Man fand in Mondgestein verarbeitete Metalle sowie die Elemente Uranium-236 und Neptunium-237, die noch nie natürlich vorkommend gefunden wurden. Uranium-236 ist ein langlebiger radioaktiver Nuklearabfall und wird in verbrauchtem nuklearem Treibstoff gefunden und in wiederaufbereitetem Uran. Neptunium-237 ist ein radioaktives metallisches Element und ein Nebenprodukt nuklearer Reaktoren und der Produktion von Plutonium. Einige Mondsteine haben einen 10-fach höheren Gehalt an Titanium als titaniumreiches Gestein auf der Erde. Titan wird in Überschallflugzeugen verwendet, in tieftauchenden U-Booten und in Raumschiffen. Dr. Harold Urey, Gewinner des Nobelpreises für Chemie, sagte, er sei furchtbar verwundert über die Steine vom Mond und insbesondere das Titanium in ihnen. Das sei ganz verrückt und er könnte sich das nicht erklären. Wenn ein Material erfunden werden müsste, um einen großen künstlichen Satelliten von den unerwünschten Effekten von Temperatur, von kosmischer Strahlung und Meteoritenbombardement zu schützen, dann wären die Experten wahrscheinlich genau auf diese refraktorischen Metalle gestoßen. In diesem Fall ist es nicht klar, warum das Mondgestein so ein außergewöhnlich schlechter Wärmeleiter ist. Ein Faktor, der die Astronauten so erstaunte. War das vielleicht genau das, was die Designer dieses Super Sputnik gesucht hatten? Von einem Ingenieursstandpunkt aus ist dieses uralte Raumschiff, das wir den Mond nennen, superb konstruiert. This ship of ages long past, which we call the Moon, is superbly constructed. Wenn man einen künstlichen Satellit ins All schießen wollte, dann wäre es ratsam, ihn hohl zu machen. Gleichzeitig wäre es naiv, sich vorzustellen, dass jemand, der zu einem solch unglaublichen Raumprojekt fähig ist, sich damit zufrieden geben würde, eine Art von leerem Eimer in die irdische Umlaufbahn zu schleudern. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir hier ein sehr altes Raumschiff vor uns haben, dessen Inneres mit Treibstoff für die Maschinen gefüllt war, mit Materialien und Geräten für Reparaturarbeiten, mit Navigationsinstrumenten, Equipment für Observation und alle Arten von Maschinerie. In anderen Worten, alles Notwendige, um diese Karavelle des Universums als Noahs Arche der Intelligenz funktionieren zu lassen, vielleicht sogar als Heimstatt für eine ganze Zivilisation, die sich vielleicht auf eine lange Zeitspanne, Tausende von Millionen von Jahren eingestellt hat und auf lange Wanderungen durch den Weltraum von Tausenden Millionen von Meilen. Natürlich wäre die Hülle eines solchen Raumschiffs super stark, um anfliegenden Meteoriten und scharfen Fluktuationen extremer Hitze und extremer Kälte zu widerstehen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Doppelschale. Als Basis eine dunkle Armierung von ungefähr 20 Meilen in Dicke und außen eine mehr lose gepackte Hülle, eine dünnere Schicht von ungefähr 3 Meilen Dicke. In den Bereichen der lunaren Meere und Krater sind die oberen Schichten sehr dünn, in manchen Fällen sogar gar nicht existent. Auf jeden Fall wurde auch schon festgestellt, dass die Krater auf dem Mond, egal wie groß sie auch sind, einen sehr universellen Eindruck machen in Bezug darauf, wie tief sie gehen. Und wenn es stimmt, was Sie sagen, dass die äußere Hülle dafür da ist, um den Aufschlag erstmal abzuschwächen und dann trifft er auf diese undurchdringbare Schicht, dann wäre das immerhin eine Erklärung. Dr. D. L. Anderson, Professor für Geophysik und Direktor des seismologischen Laboratoriums am California Institute of Technology, sagt: Die Innenseite des Monds ist außen. Die Außenseite des Monds sei also viel mehr innen zu erwarten. Die russischen Wissenschaftler sprachen darüber, dass der Mond von innen ausgehöhlt sei. Vielleicht ein Planetoid, den man innen in einen Lebensraum verwandelt hat. Und um damit zu reisen. Ich rief dann irgendwann Credo Mutwa deswegen an. Und ich sagte ihm nichts darüber, was ich dachte oder gefunden hatte. Ich sagte nur zu ihm, kannst du mir irgendwelche Zulu-Legenden oder afrikanische Legenden über den Mond sagen? Und er sagte, ja, wir sagen, der Mond ist ein Ei. Mainstream-Anthropologen würden sich das wahrscheinlich anhören und sagen, pah, was für eine unterentwickelte Rasse. Aber warum sagten die, der Mond sei ein Ei? Weil ihre Legenden sagen, dass der Mond ausgehöhlt worden sei.
das Eigelb wurde aus dem Mond herausgenommen. Und er sagte mir, dass die Zulu-Legende über den Mond sei, dass der Mond vor hunderten von Generationen hierher gebracht worden sei. Und zwar von zwei Brüdern, Wovane und Mpenko, die die Führer der Chitauri waren. Sie waren bekannt als die Wasserbrüder und hatten eine schuppige Haut wie ein Fisch. Interessant ist auch, dass die Berichte, die im jetzigen Irak ausgegraben wurden, die aus ganz alter Zeit stammen und von den Anunnaki sprechen, die sagen jedenfalls, die Anunnaki wurden von zwei Brüdern angeführt, Enlil und Enki. Enki in their culture. And certainly Enki for one was massively symbolized. Und jedenfalls bei Enki ist es wahr, dass er massiv mit Wasser symbolisiert wurde. Die Zulu-Legenden erzählen, wie Wovane und Mpanko den Mond in Eiform vom großen Feuerdrachen stahlen und das Eigelb herausließen, bis er hohl war. Daraufhin rollten sie den Mond über den Himmel bis zur Erde und verursachten dort ein kataklysmisches Ereignis. Die andere Zulu-Legende besagt, dass die Chitauris im Mond sagten, wir werden den Mond wegbewegen, wenn die Menschen nicht das tun, was wir ihnen sagen. In den 90ern erschien ein Buch von Don Wilson mit dem Titel Our Mysterious Spaceship Moon. Er wies darauf hin, dass wenn man den Mond ansieht aus der Perspektive, über die wir reden, dass dann so viele Anomalien erklärt werden, die nicht erklärt werden können, wenn man den Mond für ein natürliches Objekt ansieht. Warum der Mond eine Freakwelt ist, viel zu groß und viel zu weit draußen, um ein natürlicher Satellit der Erde zu sein. Warum der Mond so flache Krater hat. Warum manche Mondsteine älter sind als die Erde und zumindest gleich alt wie das Sonnensystem. Warum der Mond von innen nach außen gekehrt scheint. Warum der Mond wie ein großer Gong vibriert und dabei über große Distanzen schüttelt. Warum der Mond so viele Widersprüche in Daten und Befunden erzeugt. In meinem neuen Buch Der Löwe erwacht gehe ich noch in genauerem Detail darauf ein. Und während ich dieses Buch schrieb, sah ich im Fernsehen, dass NASA den Mond jetzt bombardieren wird. Wozu sollen wir denn den Mond bombardieren? Wir wollen sehen, ob es da Wasser gibt. Oh ja, Milliarden dafür ausgeben, um zu sehen, ob es da Wasser gibt. Tolle Idee. Da gibt es noch was ganz anderes darüber zu wissen, warum die den Mond bombardieren wollen. Und dann im letzten August, als ich gerade bei Credo Mutwa in Südafrika war, kommt in der Presse die Meldung, die NASA habe gesagt, dass der Mond jetzt schrumpft. Sie hatten nämlich gefunden, dass das Land da irgendwie zusammengeschoben wird und dass dabei diese Verwerfungen entstehen. Nicht nur an einer Stelle des Mondes, sondern überall. Und es heißt, es sei, weil die Mondoberfläche schrumpfe. Und es ist nicht nur im Mond, wo ich sage, dass das wirklich Interessante steckt. Es sind auch viele unnatürliche Dinge auf dem Mond, auf der Oberfläche. Vor ein paar Jahren wurden Leute im National Pen Club in Washington zusammengebracht, die Insider bei der NASA gewesen waren und so weiter. Und um jetzt mal zu sagen, was sie eigentlich gesehen hatten, im Unterschied zu dem, was uns offiziell gesagt wird. Eine ganze Reihe von ihnen sprach über den Mond und einer davon war Sergeant Carl Wolf. Er war Ingenieur für präzise fotografische Anwendungen und er arbeitete in der Langley Air Force Base in Virginia. Das ist der CIA. Und das ist da, wo die Flugzeuge starteten. And failed to get to the Pentagon by the time that bomb went off at the Pentagon. Und es dann nicht bis ins Pentagon schafften zu der Zeit, als da die Bombe hochging. Er sagte also, dass zu seiner Zeit vor mehreren Jahrzehnten er zu einem bestimmten Teil der Basis gerufen worden sei. Er sagte, da nahmen sie dann die Bilder von Überflügen auf dem Mond. Sie nannten diese Mosaiks und sie stellten diese Mosaiksteine zu großen Bildern der Mondoberfläche zusammen. So he goes over. Er geht also darüber, weil irgendeine Technik nicht funktioniert und es ist ein Auftrag, sie zu reparieren. Und das ist, was er dann im Nationalen Presseclub in Washington erzählte. Dann zog er, also der Typ, der die Mosaiks machte, eins dieser Mosaiken heraus und sie zeigten diese Basis mit geometrischen Formen, die wie Türme aussahen. Es waren runde Gebäude, es waren sehr hohe Türme und Dinge, die aussahen wie Radarschüsseln, aber es waren sehr große Strukturen. Wenn ich es mit etwas vergleichen müsste, was ich schon gesehen habe, denn ich habe Fotografien mit Artefakten darin, die ähnlich sind wie das, was ich gesehen habe, dann waren diese Strukturen jedenfalls massiv. Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt. Eins ist jedenfalls klar, nämlich dass jenseits von diesem Level, was wir die menschliche Realität nennen,
enorme Unterschiede im Größenverhältnis bestehen. Wir würden das für komplett unmöglich halten. Es ist dort alles viel größer, als wir es hier gewöhnt sind. Einige der Strukturen haben eine Größe von einer halben Meile. Sie sind also enorm. Einige der Gebäude scheinen sehr reflektierende Oberflächen zu haben. Einige der Strukturen, die ich sah, erinnerten mich an Kühltürme von Kraftwerken. Sie hatten diese Art von Form. Manche von ihnen waren einfach sehr, sehr gerade und hoch mit einem flachen Deckel. Andere von ihnen waren rund. Einige sahen aus wie eine Wellblechhütte mit einem Dom, eine Art von Gewächshaus. Auf dem speziellen Foto, das ich sah, standen einige von ihnen zusammen auf einem relativ großen Grundstück. In America called Moon Rising, where they talked to people, again, many of them insiders, about the moon and the moon, so-called moon landings. Hier haben wir die amerikanische DVD Moon Rising, auf der die Autoren verschiedene Insider interviewen. Und wie einer der Insider dort sagt, wir haben alles erlogen. Was immer also NASA uns erzählt, sie lügen immer. Sie wollen nicht, dass wir Bescheid wissen. And in this DVD, they show how auf dieser DVD zeigen sie, wie in NASA-Bildern oftmals Strukturen herausretuschiert werden. Einige Strukturen werden da einfach herausgelöscht. Und das haben auch einige der Teilnehmer auf dieser PEN-Club-Konferenz berichtet. Wann immer es nicht natürliche Strukturen zu sehen gab, wurden sie einfach herausgelöscht. Was ist wohl hinter diesem Fleck? Oder dem hier? Und was ist das hier bitte? Für mich sieht das ganz natürlich aus. Hier ist nochmal eine Nahaufnahme mit diesem ganzen Zeug drumherum. Was ist das? In der Dokumentation sagen die Autoren, dass sie diese Fotos zu einem Fotoexperten gebracht haben, der für das Los Angeles Police Department und solche Sachen gearbeitet hat. Und er schätzte die Größe davon als ungefähr 10-mal so groß wie Los Angeles ein. 10 times the size of Los Angeles. And then the towers, which the Sergeant Wolf talked about. Und dann die Türme, über die schon Sergeant Wolf sprach. Massive Türme. Einfach geheim gehalten. Dieser Typ hier, George Lucas, ist in vielen Bereichen ein Insider. Für mich persönlich passiert Star Wars überhaupt nicht in einer weit entfernten Galaxie. Er ist ein Insider und seine Filme, die er in Hollywood produziert, sind Science-Fiction-Filme, die auf Tatsachen beruhen. Und natürlich gab es in Star Wars den Todesstern, der wie ein Mond war. Aber er war nicht real. Er war ein Raumschiff. Der Todessternmond. It was a spaceship, the Death Star Moon. And it's interesting that the Death Star and one of the moons of Saturn, Mimas. Und es ist interessant, wenn man den Todesstern mit einem der Monde von Saturn, Mimas, vergleicht. Ich meine, die sind ein Spiegelbild voneinander. Unglaublich. Ich glaube, es ist überhaupt kein Zufall, dass Saturn so viele Monde hat. 60 Stück ungefähr hat er davon. Und manche davon, wie Iapetus, vermitteln einem das Gefühl, überhaupt keine natürlichen Körper zu sein. Feel of not being a natural body either. And I feel that what Saturn is, it's a broadcasting transmitter. Mein Gefühl ist, dass Saturn eigentlich eine Sendestation darstellt. Und er strahlt Frequenzen aus, die uns beeinflussen. Und der Mond ist da auch rein verwickelt, da bin ich absolut sicher. Aber das wird in den nächsten Jahren das Zentrum großer Aufmerksamkeit darstellen, genauso wie der Mond. Denn das stellt einen Schlüssel dar. And what they found in 2009, NASA, they said, that they found another ring. Und was NASA angeblich im Jahr 2009 gefunden hat, ist ein weiterer Ring um Saturn herum, der so massiv ist, dass man 1 Milliarde Erden hineinpacken könnte. Er ist ungefähr 3,5 Millionen Meilen vom Saturn entfernt, aber umringt ihn trotzdem noch. Und was, wenn es noch weitere und weitere Ringe gäbe, auf anderen Frequenzen, die wir nicht sehen und die uns aber dennoch fundamental beeinflussen? Es ist stark meine Vermutung, dass wir das noch herausfinden werden. Und wie viele andere Dinge sehen wir noch am Himmel, die in Wirklichkeit was anderes sind, als wir glauben? Das hier ist Phobos, ein Mond des Mars. Man spricht jetzt auch über ihn als nicht natürlichen Ursprungs. Raymond Wilson, Chef der Abteilung für angewandte Mathematik bei der NASA, sagte 1963, dass Phobos vielleicht eine kolossale Raumbasis darstellen könnte, die um den Mars herumfliegt. Das europäische Raumfahrzeug Mars Express hat Bilder von Phobos aus großer Nähe aufgenommen. Und sie sagten, Phobos ist leichter, als es sein sollte, könnte hohl sein
Und seine Zusammensetzung ist anders als alle anderen Asteroiden und Meteoriten, die wir kennen. Das ist das Halsband des Mondes, genauso alt wie das Halsband der Mysterien. Denn die Zulus sagen, es gab viele Monde. Und es gibt wirklich viele Monde von diesem Typ, die nicht das sind, was wir glauben. Und wenn das noch nicht fantastisch genug ist, dann gehe ich noch ein Stück weiter. Wie gesagt, ich richte mich allein nach der Evidenz, die Tag für Tag hereinkommt und immer noch mehr wird. Und daher habe ich das starke Gefühl, dass man sich in unsere Realität hineingehackt hat. Unsere Realität wurde gehackt, um uns abzuschneiden von dem, was wir früher einmal erlebt und wahrgenommen haben. Und um uns gleichzeitig eine falsche Realität zu vermitteln, die wir dekodieren und für wahr halten, obwohl sie es nicht ist. And also to give us a fake reality that we are decoding, believing it to be real when it's not. Und für mich habe ich daraus dieses Thema zusammengestellt, was ich die Mondmatrix nennen würde. I call the Moon Matrix. Und seit ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich schon wieder weiter bewegt, denn es hört nie auf. Die Cutting Edge muss sich natürlich weiter bewegen. Wir würden sonst glauben, dass wir schon alles wissen, aber das tun wir nicht. Ich persönlich bin mir sicher, dass der Mond eine Art Satellit von Saturn darstellt, der speziell für die Erde da ist und für irdische Manipulationen. Durch das Medium wurde mir vor Jahren übermittelt, anstrengendes Suchen ist nicht nötig, der Pfad ist schon dargelegt, du musst nur den Hinweisen folgen. Und diese Hinweise über die Mondmatrix sind sehr offensichtlich geworden, als sich die Monate immer mehr entfaltet haben. Und es nimmt noch zu, auch in Bezug auf das, was ich jetzt über Saturn entdecke. Ich behaupte also, der Mond sendet Frequenzen aus. Und die blockieren unsere Fähigkeit, Dinge zu sehen, die wir ansonsten sehen könnten. Und sie speisen uns eine falsche Realität ein. Und irgendwie ist das im weiteren Sinn mit Saturn verbunden. Der Mond hat nämlich allein durch sein Dasein unglaublichen Einfluss auf die Erde. Auf Ebbe und Flut zum Beispiel, auf das menschliche Hormonsystem, auf Menstruation und all das. Aber ich sage, es geht noch darüber hinaus. Das hier ist ein symbolisches Bild von Neil Haig. Ich sage, dass er Frequenzen ausstrahlt, die ich die Mondmatrix nenne. Und letztlich, glaube ich, geht es auf Saturn zurück. Letzten Oktober habe ich in New York gesprochen. Und ein netter Typ da, der mit einer Gruppe verbunden ist mit dem Namen We Are Change New York, der führte mich zu wichtigen Plätzen in New York, inklusive Ground Zero. To see what was going on and all the rest of it. This is the Und das hier ist beispielsweise die Untergrundstation für Ground Zero, da wo die ehemaligen Twin Towers standen. Hier kommen die Züge rein und innen findet sich diese unglaubliche Darstellung von der Erde. Massive depiction of the Earth with this eye in the middle and look. Mit diesem Auge in der Mitte und seht mal, wie da diese Sendewellen nach außen laufen. Und überall entlang der Treppen dieser U-Bahn-Station sind Augen, die einen verfolgen. Ich bin sicher, dass es Saturn bedeuten soll. Und dass der Mond ein Satellit dieses Kontrollsystems ist. Neil Haig hat dieses tolle Konzept entwickelt, was er Moonopoly nennt. Nicht Monopoly, sondern Moonopoly. Moonopoly is a cycle. Und bei Moonopoly handelt es sich um einen Zyklus konstanter Wiederholungen. Wo wir uns immer nur im Kreis drehen, wie Roboter, wie Autos im Autoscooter. Und damit fahren wir immer im Kreis. Mein Bruder, der mit unseren Themen überhaupt nichts am Hut hat, sagte zu mir vor Jahren, was ist dieses blöde Leben? Morgens steht man auf, geht in die Arbeit, dann kommt man nach Hause, trinkt seinen Tee, guckt Fernsehen. Man geht zu Bett, man steht auf, man geht in die Arbeit und schau nur die ganzen Möglichkeiten an, die existieren. Aber was tun wir? Wir folgen dem Kreis. Die ganze Zeit. Oh, es ist Freitag. Da essen wir Fisch, ne? Nein, wir hatten Fisch am Donnerstag. Was für ein Unterschied. Aber wenn wir bedenken, dass wir unendliches Bewusstsein sind, das eine Erfahrung macht, was zum Teufel tun wir dann in diesem Monopoly-Kreislauf, wo wir ständig dasselbe Verhalten wiederholen? Das ist doch nur ein Bruchteil von dem, was wir sind. It's a fraction of what we are. I
Ich sage, wir sind in einer Matrix gefangen, der Mondmatrix. Sie ist nicht wie das kosmische Internet, über das wir schon gesprochen haben heute. Sie ist eine gehackte Version unserer Realität, so wie man in China das Internet mit einer Firewall abschirmt. Und so werden wir vom Mond beeinflusst, indem wir abgeschottet werden und uns eine falsche Realität eingespeist wird. Und so sind wir eben im Monopoly und gehen herum wie Ameisen, herum und herum und herum. Und dann stirbt man eben angeblich. Was soll das alles? Die haben sich in das menschliche Fünf-Sinnes-System eingehackt. In einer ähnlichen Weise wie virtuelle Realitätsspiele das menschliche Wahrnehmungssystem übernehmen und uns dabei eine falsche Realität vorspiegeln. Es ist wie eine Fernsehsendestation und das, vermute ich, ist Saturn in ganz großem Maßstab. Das kosmische Internet ist da und dann hackt sich da jemand rein und sperrt große Teile ab. Und ich bin absolut sicher, dass diese genetische Manipulation genau dafür gemacht war. Es gibt einen Grund dafür, dass wir nur einen Bruchteil unserer Gehirnkapazität verwenden. Es gibt einen Grund dafür, dass man 95-97% unserer DNS Junk-DNA nennt. Okay, manches davon funktioniert vielleicht auf Ebenen, zu denen sie keinen Zugang haben. Frequenzen in anderen Dimensionen vielleicht. Aber eine Menge davon wurde absichtlich abgeschaltet. Und interessanterweise scheint es auch im Corpus callosum massive Bereiche zu geben, in denen keinerlei Aktivität zugeordnet werden kann. Die scheinen irgendwie nichts zu tun, wie schlafend zu sein. And we're getting information from the cosmic internet, and these. Und wir bekommen da Informationen vom kosmischen Internet. Und diese Plasmaschilde schirmen einiges davon ab, was für uns sowieso nicht gut ist. Aber ich sage auch, eine Menge von diesem Zeug kommt an uns nicht heran, weil es abgeschirmt wird, absichtlich. Wir werden geblockt von dem hier und wahrscheinlich in einem größeren Bereich auch Saturn. Das hier ist wieder ein symbolisches Bild von Neil Haig. Es zeigt, wie wir Informationen vom kosmischen Internet oder von der Sonne bekommen und wie sie dann gefiltert wird. Zu dem Zeitpunkt, wo wir sie empfangen, ist sie dann schon in einer stark abgeschwächten Form. Wenn Leute meinen, das klänge fantastisch, es gibt so viele Frequenzen, die von der Sonne kommen, die wir jetzt im Moment sowieso nicht empfangen können. And what have you? And then, this is Dendera, a temple in Egypt. They don't know what this is, the snake in this kind of. Und dann haben wir hier den Dendera-Tempel in Ägypten. Man weiß heute nicht, was das sein soll, die Schlange da in dieser Art von Röhre. Man hat schon spekuliert, dies sei ein Beweis für elektrisches Licht im alten Ägypten. Für mich symbolisiert es jedenfalls perfekt dieses Frequenzband, in dem wir künstlich gefangen gehalten werden. Und da passt auch sehr gut die Schlange dazu. Wir funktionieren also aus einer kleinen Schachtel von Möglichkeiten heraus. Und sogar innerhalb dieser kleinen Schachtel haben sie uns dann nochmal so blockiert, dass unser Hauptwahrnehmungskanal immer nur durch die linke Hemisphäre führt. Und damit sind wir sehr eingeschränkt und sehen alles als getrennt von allem anderen an. Ähnlich wie der Mann, der seine eigene Tochter im Raum nicht sehen konnte, sind wir hier von großen Teilen unserer Wahrnehmung abgeschnitten. Wieder denken die Leute, das sei fantastisch, aber letztes Jahr habe ich mir eine Ausgabe der Zeitschrift New Scientist geholt. Und darin hieß es dann, Amerikaner haben gerade von Analogfernsehen auf Digitalfernsehen geswitcht. Und der Artikel sagte Folgendes. Vor diesem Wechsel waren natürlich vorkommende Radiowellen auf Frequenzen zwischen 700 und 800 MHz von analogen TV-Signalen überdeckt worden. Und so konnten auch Astronomen dieses Band nicht benutzen, um Universum zu erforschen. Das Freiwerden dieser Bandbreite ist eine einzigartige Gelegenheit, um Galaxien in diesem Bereich zu sehen. Sie verkaufen diese Frequenzen jetzt an Mobilfunkprovider. Ich meine, sogar auf diesem Niveau. Astronomen konnten ganze Galaxien nicht sehen, weil Amerikaner Fernsehen guckten. Aber jetzt reden wir über Technologie, die demgegenüber weit fortgeschritten ist. Natürlich ist es möglich, wenn das schon bei uns in der menschlichen Welt möglich ist. Das hier ist wieder ein Mainstream-Report, den ich vor ein paar Monaten gesehen habe. Wissenschaftler haben eine Tarnkappe für Raum und Zeit erfunden, die das Licht manipuliert und im Wesentlichen ganze Ereignisse von einem Beobachter abschirmt.
Die Theorie beruht darauf, den Fluss von Ereignissen zu zensieren, den wir als Fluss von Lichtpartikeln wahrnehmen, also Photonen, die unsere Retina treffen. Indem sie ein Charakteristikum der Glasfaseroptik benutzten, konnten Wissenschaftler den Fluss der Photonen verlangsamen, Ereignisse benutzen und dann wieder einspielen. Dies sagte ein Team vom Imperial College London und der Salford University von Northwest England. Ein Safe-Knacker könnte auf diese Weise kurz eine Szene betreten, den Safe knacken und seinen Inhalt entnehmen, während die Sicherheitskamera zeigen würde, dass die Safe-Tür die ganze Zeit über geschlossen war. Surveillance camera apparently showed that the safe door was closed the whole time, according to their paper. These are so-called metamaterials, whose nanometer. Dies sind sogenannte Metamaterialien, deren nanometrische Oberfläche mit Licht auf einer bestimmten Wellenlänge interagiert. Als Resultat davon fließt das Licht um ein Objekt herum und macht es dadurch unsichtbar. Oder genauer gesagt, unsichtbar in bestimmten Farben des Lichtspektrums. Das ist also, was menschliche Technik heute leisten kann. Und wir reden über eine Technik, die uns Lichtjahre voraus ist. Das ist meine Behauptung. Wir leben in einer Blase, die durch eine Firewall vom größeren kosmischen Internet abgeschnitten ist. Und das geschieht durch den Mond und seine Auswirkungen auf uns, insbesondere auf unser drittes Auge. And so in the Matrix movie, im Film Matrix gab es doch den, der diese Matrix erschaffen hatte. Und da sage ich, dass diese beiden, der Mond und der Saturn, definitiv Teil dieser Verschwörung sind. Ich bin dabei offen für alle neuen Erkenntnisse, aber der Mond und der Saturn spielen garantiert eine Rolle bei dieser Matrix und dieser Mini-Welt, in die wir da hineingesetzt wurden. Wenn man dieser Szene also ein Wort beifügt, dann wird sie noch akkurater. The moon matrix is everywhere. Die Mondmatrix ist überall. Sie ist überall um uns herum, sogar in diesem Raum. Du kannst sie sehen, wenn du aus deinem Fenster schaust oder wenn du den Fernseher andrehst. Du kannst sie fühlen, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du zur Kirche gehst oder wenn du deine Steuern zahlst. Sie ist die Welt, die über unsere Augen gezogen wurde, um uns von der Wahrheit abzuhalten. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Wie jedermann anders auch, wurdest du in Ketten geboren, in ein Gefängnis, das du weder schmecken, riechen noch berühren kannst. Ein Gefängnis für deinen Geist. Das hier hat Neil Haig vor ein paar Tagen gemacht. Hier haben wir die Matrix mit all ihren Ebenen, bis hin zu den Hybriden und der menschlichen Gesellschaft. Lange nachdem ich das letzte Buch fertiggestellt hatte, stieß ich dann noch auf zwei interessante Dinge. Zum Beispiel auf dieses Zitat von Gurdjieff aus dem Jahr 1916. Er sagte, alle Bewegungen und Aktionen und Manifestationen von Menschen, Tieren und Pflanzen hängen vom Mond ab und werden von ihm kontrolliert. Der mechanische Teil unserer Leben hängt vom Mond ab und ist ihm unterworfen. Wenn wir in uns selbst ein Bewusstsein und einen Willen entwickeln und unsere mechanischen Leben und unsere mechanischen Manifestationen ihm unterwerfen, dann können wir der Macht des Mondes entfliehen. Und das kommt daher, dass die Mondmatrix in einem bestimmten Frequenzband arbeitet. Wenn wir nicht auf diesen Frequenzbereich angewiesen sind, dann unterliegen wir auch nicht den Blockierungen und seiner falschen Realität. Und deshalb hat dieses ganze System auch so Angst vor dem menschlichen Erwachen. Es wusste, dass es kommen wird. Denn das ist Teil eines natürlichen Zyklus. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Durch unser Erwachen entfernen wir uns mehr und mehr aus diesem Frequenzbereich und seiner falschen Realität. Und plötzlich fängt man an, Dinge zu sehen, die man vorher nicht sehen konnte. Why? Because you've at least diluted its influence. Zumindest hat man seinen Einfluss abgeschwächt. Und dann, ungefähr vor 2 Monaten, 9 Monate nachdem mein Buch rauskam, bekomme ich diese E-Mail von einer Dame aus Brasilien. Sie schrieb, ich habe gerade Ihr Buch gelesen. Haben Sie denn das hier gelesen? Es war ein Buch mit dem Titel Earth von Barbara Marciniak. Die hatte ich in den 90er Jahren getroffen. Sie ist ein sogenannter Channel und in Amerika sehr gut bekannt. Sie schrieb ein sehr gutes Buch mit dem Titel Bringers of the Dawn. Und naja, was ist Channeling? Es ist Zugang haben zu anderen Informationskanälen. Man findet auch eine Menge Blödsinn darunter, aber manche Dinge geben einem einen profunden Einblick in diese Realität. Und ich dachte damals, dass sie da richtig gut drin ist. Und dieses Buch hatte ich zu Hause stehen.
Bis zu der E-Mail hatte ich es aber noch gar nicht angesehen. Aber dann, natürlich, habe ich das Buch. Und diese Dame hatte mir Seitennummern aufgeschrieben und gesagt, sie werden sehr interessiert sein, diese Seiten zu lesen. Also ziehe ich das Buch aus dem Regal und schaue mir die Seiten an. Es war in den 90er Jahren schon erschienen. Und das stand auf den Seiten. And this is what it said. It came out in the 90s. The moon, this is channel information, not from her. The moon is a very powerful electromagnetic computer. Der Mond ist ein sehr powervoller elektromagnetischer Computer. Die Energie des Mondes hat seit Tausenden von Jahren elektromagnetische Frequenzen auf die Erde geschickt, um die zweisträngige DNS aufrechtzuerhalten. Und weiter, der Mond ist ein Satellit, der konstruiert wurde. Er wurde außerhalb der irdischen Atmosphäre geparkt, als eine Art Vermittlungs- und Monitorgerät, ein Supercomputer oder ein Auge am Himmel. Die Erde muss wohl denen gehören, die darin wohnen, obwohl das nicht stimmt. Ihr habt äußere Götter, Erzeugerenergien, die euch als Spezies davon abhalten, euren freien Willen mit der Kundalini zu haben. Der Einfluss des Mondes als Hauptsatellitencomputer beeinflusst die ganze Erde. Die Programme des Mondes haben seit Jahrtausenden die größten Einschränkungen für die Menschen bedeutet. Es gibt sich wiederholende Zyklen, die der Mond erzeugt, auf die ihr reagiert. Und etwas anderes, was in meinem Leben in den letzten 21 Jahren immer wieder passiert ist, wenn ich mich erstmal auf ein bestimmtes Thema eingelassen habe und da eine Zeit lang damit gegangen bin, dann scheinen irgendwelche Kräfte auf mich zu wirken, die mir zeigen wollen, siehst du, jetzt kommst du selbst drauf. Wenn ich also ein Thema annehme und mich eine Zeit lang damit auseinandersetze, so wie dieses hier, und sogar ein Buch drüber schreibe, dann passiert irgendwas, was mir dann sagt, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Und das hat mich also umgehauen. So what we're looking at is a prison planet, a frequency-fenced prison planet. Was wir hier also haben, ist ein Gefängnisplanet. Ein Gefängnis, das aus Frequenzen besteht. Und sogar ohne die Mondmatrix hat der Mond einen profunden Einfluss auf uns. Er beeinflusst die Drüsen in unserem endokrinen System und das wiederum beeinflusst die Chakras, die wiederum unseren Kontakt nach draußen bilden. Und Teil des endokrinen Systems sind wiederum die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse, die das bilden, was wir das dritte Auge nennen. Es ist also Teil der Unterdrückung der menschlichen Bewusstheit. Die Mondmatrix hat auch einen fundamentalen Einfluss auf unsere Zeitwahrnehmung. Sie beeinflusst die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Der Monat, die Monarchie, das englische Wort für Geld, Money, das sind ganz wichtige Wege, wie wir im täglichen Leben eingeschränkt werden. Und natürlich spielen der Mond wie auch der Saturn dabei eine ganz große Rolle. Auch bei diesen satanischen Ritualen der Blutlinien-Elite. Now, I don't know if you ever come across this, but und dann auch noch dieser Film hier, den ich in Amerika in den 90ern gesehen habe. Er wurde Ende der 90er von einem Typ namens John Carpenter produziert. Auch die Musik stammte von ihm. Und John Carpenter hatte übrigens enge Verbindungen mit George Lucas, der die Star Wars Filme produziert hatte. Und dieser Film hieß Sie leben, They Live. Als ich den sah vor langer Zeit, dachte ich, der ist sehr profund, der erzählt irgendwas Wichtiges, was wirklich abläuft. Und jetzt aus dieser Perspektive heute ist er überwältigend prophetisch. Denn diese Leute wissen, sie können es ruhig in ihre Filme packen, es fällt sowieso niemandem auf. Und die Geschichte von They Live geht so. Er spielte irgendwann in der nahen Zukunft und da der Film ja 1988 herauskam, spielt er ungefähr jetzt. Der Film spielt in einer Periode massiver Rezession und der Hauptdarsteller ist eine Art Wanderarbeiter, der mit seinen Werkzeugen von Stadt zu Stadt reist auf der Suche nach Arbeit. Gleich am Anfang des Films findet er dann endlich mal Arbeit und dieser große Schwarze sagt zu ihm, hast du irgendeinen Ort, wo du heute Nacht schlafen kannst? Ansonsten kannst du bei uns übernachten, wenn es auch nichts Besonderes ist. Dann gehen sie also dahin, wo die wohnen und es stellt sich als eine Art Zeltstadt heraus, wie es jetzt in Amerika tatsächlich existiert. Wellblechhütten, Containerwohnungen und so weiter, wie heute. Und dann ist da dieses freie Gelände gegenüber einer Kirche. Und irgendwo haben sie diesen alten Schwarz-Weiß-Fernseher her, vor dem der eine Typ dann eines Abends sitzt und guckt. Und plötzlich bricht das Programm ab und dann kommt auf einmal dieses Gesicht und sagt, Sie sind hier, Sie sehen aus wie wir, aber Sie sind es nicht. Sie sehen nur so aus wie wir, aber das ist eine Täuschung. Ja, und so geht es eine Zeit lang weiter. Und dann kommt es in derselben Nacht zu einer polizeilichen Räumungsaktion.
Denn in diesem Film herrscht ein Polizeistaat, wie angemessen. Und die Polizei kommt also und räumt die Gebäude und die Leute werden überall hin verstreut. Helicopters and all that stuff, and everyone's scattered. And what had happened? Und was aber vorher noch geschehen war, dieser Typ hatte nämlich festgestellt, dass mit der Kirche irgendwas nicht stimmte. Und er kriecht dann da drin herum, um festzustellen, was da nicht stimmt. Und er stellt dann irgendwann fest, die Musik aus dem Chor stammt in Wirklichkeit von einem Tonband. Und er hörte irgendjemand sprechen und er sah diese Schachteln aus Karton. Aber dann muss er plötzlich denken, dass er vielleicht entdeckt wird und rennt raus. Und nach dieser polizeilichen Razzia, die jeden vertrieben hat, kommt er am nächsten Morgen zurück und dann ist niemand in der Kirche drin. Und er schnappte sich dann schnell eine dieser Schachteln, die er vorher schon entdeckt hatte, und rennt damit in eine Seitenstraße, um zu schauen, was da drin ist. And inside was just sunglasses. And he's thinking, what? Und innen findet er nur Sonnenbrillen. Und er denkt sich, was? Deshalb wirft er die ganze Schachtel in den Müll, nimmt sich gerade eine Sonnenbrille raus, steckt die ein und geht weg. Dann geht er auf die Hauptstraße und setzt dann plötzlich die Brille auf. Und auf einmal ist die Welt nicht mehr dieselbe. Durch seine Augen hat er lauter Werbetafeln vorher gesehen. Aber mit der Brille sieht er plötzlich, dass da Worte stehen wie konsumiere, sei konform, ordne dich unter, schau Fernsehen. Oder kein unabhängiger Gedanke. Und später fällt ihm dann auf, als er wieder die Brille aufsetzt, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung, also nicht alle, aber ein Teil, nicht menschlich ist. Ohne Brille sehen sie menschlich aus, aber mit Brille nicht. Ungefähr 5% der Leute, das ist ein ziemlich guter Anteil, sind eben nicht menschlich. Er sieht dann auch den Präsidenten, wie er eine Rede hält. Auch manche von der Polizei sind nicht menschlich. Manche der Fernsehsprecher sind nicht menschlich. Im Film läuft es dann darauf hinaus, dass Menschen das nicht sehen können, und zwar durch jene Frequenzen, die durch eine Fernsehstation ausgestrahlt werden. Which is blocking their ability to see it. Die blockiert nämlich ihre Fähigkeit, es zu sehen. Am Ende des Films wird diese Sendestation zerstört. Und plötzlich fällt den Leuten in der Bar auf, dass der Typ neben ihnen gar nicht menschlich ist. Denn jetzt können sie sehen, wo die blockierenden Frequenzen verschwunden sind. Einer stellt plötzlich fest, dass sein Sexpartner nicht menschlichen Ursprungs ist. Das muss ein kleiner Schock gewesen sein. Auf symbolische Weise hat dieser Film also eine sehr interessante Wahrheit erzählt. Und wenn ihr diese Sendeanlage zum Mond verlegt, dann würde ich sagen, kommen wir der Realität sehr nahe. Und wenn wir dann zu unserer Welt kommen, dann fällt einem auf, wie reptilisch sie eigentlich ist. Carl Sagan, dieser berühmte Kosmologe, schrieb ein Buch mit dem Titel »Die Drachen von Eden«, indem er sagt, man kann menschliches Verhalten nicht verstehen ohne ein Verständnis der reptilischen menschlichen Genetik. Und wieder versteht man das nicht, solange man nicht richtig einsteigt. Ein großer Teil des menschlichen Gehirns in allen von uns wird von Wissenschaftlern das Reptiliengehirn oder der R-Komplex genannt. Und er hat einen fundamentalen Einfluss auf das menschliche Verhalten. Mein Gefühl ist, dass dieser reptilische Anteil in unserem Gehirn erst nach dem Eingriff der Manipulation so groß wurde. Nachdem ich dann zu all diesen Schlussfolgerungen gekommen war und sie aufgeschrieben hatte, da stieß ich dann irgendwann noch auf diese Bücher hier. Über die Jahre hatte ich die schon immer mal gesehen, mal durchgeblättert, aber nie wirklich gelesen. Ein Mann namens Carlos Castaneda hatte sie in den 60er und 70er Jahren geschrieben. Und sie gingen über die Lehren eines angeblichen Schamanen in Zentralamerika mit dem Namen Don Juan Matus. Manche Leute sagen zwar, Don Juan habe nie existiert. Aber wo immer er dann die Information her hatte, ich kann nur sagen, die trifft den Nagel voll auf den Kopf. Ich fand dann diese Seiten. Da sagt Don Juan Folgendes. Wir haben es mit einem Raubtier zu tun, das aus den Tiefen des Kosmos kam und die Gewalt über unsere Leben übernahm. Die Menschen sind seine Gefangenen. Das Raubtier ist unser Herr und unser Meister. Es hat uns gefügig und hilflos gemacht. Wenn wir protestieren wollen, unterdrückt es unseren Protest. Wenn wir unabhängig handeln wollen, verlangt es, dass wir das nicht tun. In Wirklichkeit sind wir seine Gefangenen.
They took us over because we are food to them. Sie haben uns übernommen, weil wir Nahrung für sie sind. Und sie quetschen uns ohne Mitleid aus, weil sie von uns leben. So wie wir Hühner in einem Stall halten, hält dieses Raubtier uns in menschlichen Gehegen, in Humaneros. Darum ist ihre Nahrung immer für sie verfügbar. Überlege für einen Moment und sage mir dann, wie du die Widersprüche zwischen der Intelligenz des Menschen als Ingenieur und die Stupidität seiner Glaubenssysteme erklären würdest. Oder die Stupidität seines widersprüchlichen Verhaltens. Zauberer glauben, dass die Raubtiere uns unsere Glaubenssysteme gegeben haben. Unsere Ideen von Gut und Böse, unsere sozialen Verpflichtungen. Sie sind diejenigen, die uns unsere Träume von Erfolg oder Versagen gegeben haben. Sie haben uns Habsucht, Gier und Feigheit gegeben. Es ist das Raubtier, das uns willfährig, routinenhaft und egomanisch macht. Um uns schwach und folgsam zu machen, haben die Raubtiere ein unglaubliches Manöver ersonnen. Unglaublich natürlich nur vom Standpunkt eines Kampfstrategen. Ein horrendes Manöver vom Standpunkt aus derjenigen, die darunter leiden. Denn sie haben uns ihren Verstand gegeben. Der Verstand des Raubtiers ist barock, widersprüchlich, übel gelaunt und gefüllt mit Furcht, jetzt jederzeit entdeckt zu werden. They gave us their mind. The predator's mind is baroque, contradictory, morose, filled with the fear of being discovered. Sie haben uns ihren Verstand gegeben, sagt er. Und ich bin mir absolut sicher, dass es genau das ist, wie sie es gemacht haben. Absolutely convinced. So. They lock us in to this matrix. Sie sperren uns also in diese Matrix und zum überwiegenden Teil machen sie das mit diesem reptilischen Gehirn. Und hinter all den Institutionen der Kontrolle steckt dieses Gehirn, dieser Verstand, dieses kollektive Bewusstsein, in das sie uns eingesperrt haben. Und deshalb verhalten wir uns auch alle so ähnlich. All diese Institutionen von Erziehung und Medizin, die gehören alle dazu, zu diesem Kontrollsystem, was uns in einem Zustand der Unterdrückung halten soll. Now, this is mainstream science I'm talking about here. They say that hier kommt wieder Mainstream-Wissenschaft. Die sagen, dass wir vom reptilischen Gehirn primitive und emotionale Reaktionen bekommen. Wir bekommen kaltblütiges Verhalten. Was ist das? Verhalten ohne Empathie, ohne Mitgefühl. Und Territorialität, das gehört mir. Das Bedürfnis zu kontrollieren. Die Besessenheit mit hierarchischen Machtstrukturen. Schaut euch nur die Welt an. Aggression, wer zahlt, schafft an. Der Gewinner kriegt alles. Wir haben andere Gehirnteile, die das ausbalancieren können. Aber die Leute mit einem viel stärkeren Einschlag in ihrer DNS, die reptilischen Hybriden, die sind viel extremer in all dem. Und jetzt habe ich gerade die Illuminati beschrieben. Und das Reptiliengehirn ist ein solcher Antreiber unserer Wahrnehmung, denn es basiert auf Überleben, zusammen mit anderen Teilen des Gehirns. Aber es geht hauptsächlich um Überleben. Wenn man im Auto fährt und jemand läuft einem vor den Kühler, dann denkt das Reptiliengehirn dabei nicht. Das kann es gar nicht. Es reagiert einfach. Think. It can't think. It reacts. Other parts of the brain do the thinking. Andere Teile des Gehirns mögen fürs Denken verantwortlich sein, nicht das Reptiliengehirn. Und in diesem Fall, wo einem jemand vors Auto läuft, ist es eine gute Sache. Man kann ja nicht überlegen, oh, schau mal, da ist jemand ins Auto gelaufen, was mache ich denn jetzt? Man geht einfach sofort hart auf die Bremse und das ist, was das Reptiliengehirn kann. Aber sobald das Reptiliengehirn anfängt, andere Teile unseres Lebens und Verhaltens zu dominieren, dann sind wir keine denkenden menschlichen Wesen mehr, sondern nur noch reagierende Wesen. Drängelei auf der Autobahn, reptilisches Gehirn. Konflikt, Krieg, reptilisches Gehirn. Angst, nicht zu überleben, reptilisches Gehirn. Je mehr wir also in Zuständen der Furcht gehalten werden können und dabei nicht überleben, und ich meine jetzt nicht körperlich nicht überleben, sondern finanziell, emotional, im Job, sobald unser Überleben in diesen Bereichen in Frage gestellt wird, kommt das reptilische Gehirn ins Spiel. Es geht also um Überleben. Es scannt die ganze Zeit die Umwelt, um Gefahren zu entdecken. In all diesen verschiedenen Aspekten unserer Leben fürchten Sie sich also, fürchten Sie sich sehr, das große, böse Monster wird kommen, sobald wir es erfunden haben. Man gibt uns diese Monster und die Gründe, Furcht zu haben.
Weil uns das in das Reptiliengehirn einsperrt. Und ich nehme an, dass es uns durch die Mondmatrix noch viel effektiver einsperrt. So, what do we get? Terrorism. Ah! Was haben wir also? Terrorismus. Ah! Global Warming. Schweinepest. Ah! Ökonomie. Ah! Ich bin nicht so wie er. Ah! Ich bin nicht so wie sie. Ah! Und so geht es die ganze Zeit weiter. Jede Menge Gründe, Angst zu haben. Und im reptilischen Gehirn geht es nicht nur ums körperliche Überleben. Es geht auch um Status. Es geht um Macht, um Ansehen, um Überlegenheit. Um intellektuelle Überlegenheit. Deshalb gehen diese Intellektuellen, wenn man die Grundfesten ihrer Überzeugung in Frage stellt, direkt zum Angriff über. Unterordnung unter Hierarchien und Autoritäten gehört auch zum Reptiliengehirn. Es gibt zwei Zustände, in denen es operiert. Wenn ich über etwas Macht habe oder wenn ich unten in der Hierarchie bin und meinen Platz kennen muss. Wir leben in einer Gesellschaft des Reptiliengehirns. Und Geld ist natürlich der Klassiker hier. Leute beziehen sich auf Geld wie mit der Frage, werde ich überleben bis zum Ende des Monats? Das ist reptilisches Überleben. Aber es gibt dann auch einen anderen Teil dran, wo Leute so stark an ihr Reptiliengehirn und die Furcht des Nicht-Überlebens angebunden sind, dass sie glauben, dass mehr und mehr und mehr über das hinaus, was man braucht, ihre Chance zu überleben erhöhen würde. Kommt es, dass wir Leute in diesen Elite-Blutlinien haben, die so viel Geld haben, dass es 100 Generationen bräuchte, um es auszugeben. Trotzdem stehen sie jeden Tag auf, um noch mehr davon zu erjagen. But they get up with the sun every morning to go and earn more. And there was a French anthropologist who wrote a very interesting article. Ein französischer Anthropologe schrieb einen sehr interessanten Artikel in der Los Angeles Times vor ein paar Jahren. Als sich in Amerika die Essensgedecke um eine Größe erweiterten, in dieser Zeit war es, glaube ich, als sein Artikel rauskam, und da schrieb er, dass dieses Bedürfnis nach immer mehr und mehr Essen das reptilische Gehirn ist, das mehr und mehr Essen mit einer gesteigerten Chance auf Survival gleichsetzt. Und das motiviert einige dieser Leute, mehr Geld zu haben, als jemals jemand brauchen könnte. Dieses Reptiliengehirn beeinflusst also unsere Gesellschaft auf ganz massive Weise. Anstatt Dinge durchzudenken mit unserem Neokortex, sind wir in einem Reaktionssystem gefangen. Und Don Juan Matus sagte Folgendes. Ich weiß, dass du sogar jetzt, obwohl du nie Hunger gelitten hast, du Angst vor Nahrungsmittelentzug hast, was nichts anderes ist als die Furcht des Raubtiers, dass sein Manöver jeden Moment auffliegen könnte und ihm die Nahrung verweigert wird. And food is going to be denied. In other words, human low vibrational emotion based on fear. Through the mind, which after all is durch den Verstand, der letztlich ihr Verstand ist, injizieren die Raubtiere alles in die Leben von Menschen, was immer für sie praktisch und angemessen ist. Auf diese Art stellen sie ein gewisses Maß an Sicherheit für sich her, das als Puffer gegen ihre Furcht wirkt. Die Zauberer im alten Mexiko nehmen an, dass der Mensch früher mal ein komplettes Wesen war. Complete being at one point, here we go, with stupendous insights, feats of awareness that are mythological legends. Mit großen Einsichten und einer Bewusstheit, die heutzutage legendär scheint. Und dann scheint alles verschwunden zu sein. Und heutzutage haben wir einen Mensch unter Beruhigungsmitteln. What I am saying is that what we have against us is not a simple predator. It is very smart and organized. Was ich sage, ist, dass wir es hier nicht mit einem einfachen Raubtier zu tun haben. Es ist sehr schlau und sehr organisiert. Der Mensch, das magische Wesen seiner Vorbestimmung, ist nicht länger magisch. Er ist ein durchschnittliches Stück Fleisch. Es gibt keine Träume mehr für den Menschen, außer den Träumen eines Tiers, das dafür aufgezogen wurde, ein Stück Fleisch zu sein. Stumpf, konventionell, schwachsinnig. It's all about control of perception of self and the world, and it's coming from there among other sources, I'm sure. Es dreht sich alles um die Kontrolle der Wahrnehmung von selbst und der Welt. In vieler Hinsicht könnte das natürlich auch ihr normaler Modus operandi sein. Zuerst erzeugen sie einen großen Kataklysmus, der die existierende Gesellschaft auslöscht, und während die Gesellschaft dann langsam wieder aufgebaut wird, nehmen sie diesen genetischen Eingriff vor und bauen dann ihr Kontrollsystem auf,
Und damit haben sie die ganze Welt, die vorher existierte, ersetzt. Ich sage nicht, dass Cameron das absichtlich so in seinem Film symbolisiert hat. Ich sage nur, was es für mich bedeutet. Dieser Avatar-Film enthält alle Elemente, über die ich gesprochen habe vorhin. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Es gab diese blauen Leute, die ein hohes Bewusstsein hatten, mit allem verbunden waren und wussten, dass alles eins ist. Dann hatte man das amerikanische Militär, symbolisch für das linke Gehirn, so wie sie momentan Libyen bombardieren und Afghanistan und überhaupt. Sie kommen also rein mit ihren Hightech-Waffen und sie greifen eine Gesellschaft an, die in Harmonie lebt, idyllisch ist und die Respekt vor allem Leben haben. Und sie kommen da rein mit ihrer linkshirnigen, intellektuellen Technologie. Und sie kommen da rein, um das zu übernehmen, denn da gibt es natürlich Ressourcen, das interessiert das linke Reptiliengehirn. Und sie wollen diese Ressourcen natürlich haben, denn damit können sie noch mehr Geld drucken mit irgendeinem irrelevanten Gesicht von irgendjemandem drauf. Und natürlich kämpfen sie. In diesem Film gibt es sogar das Thema des Infiltrierens einer Gesellschaft, in diesem Fall durch das amerikanische Militär. Und so unterwandert das Militär dann die Gesellschaft dieser blauen Menschen, indem sie sich diese blaue Schale zulegen. Und das erlaubt ihnen, die Gesellschaft der blauen Leute zu unterwandern, ohne dass die es mitbekommen. Noch ein wichtiger Punkt, bevor wir eine Pause machen. Wir nehmen sowas wie Zeitlinien wahr, einen Fluss von Ereignissen. Diese Wesenheiten operieren außerhalb der Zeitlinie, außerhalb dieses Flusses von Ereignissen. Und sie können daher die Straße weiter runtersehen, als wir das können. Und diese Agenda für die Versklavung der Menschheit, die läuft nicht erst seit 50 Jahren, die passiert, seit diese Typen angekommen sind. Mehr und mehr Zentralisierung, wobei immer weniger Leute immer mehr Macht bekommen. Und diese Agenda wird nicht Wochen oder Monate nach vorn projiziert, sondern Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte. Das existiert alles schon im Vornherein, wie auf so einem Chart für einen Biorhythmus. Und wenn man durch eine Verbindung mit Geheimgesellschaften diese Agenda einsehen kann, dann kann man die Zukunft mit sehr großer Genauigkeit voraussehen. Denn je seltener etwas passiert, das diese Agenda aufhält, desto exakter wird sie sich entfalten. This is one of the strands in the web, the Fabian Society. Und hier haben wir einen weiteren Strang im Netz. Die Fabian Society. Natürlich entstand sie in London. Und hier haben wir ihr Logo, ein Wolf im Schafspelz. Das hat natürlich gar nichts zu bedeuten, nicht wahr? Und das sind ein paar Leute, die sie gegründet haben. Der innere Kern der Fabian Society hatte Zugang zu dieser projizierten Agenda. This guy, Tony Blair, is a Fabian. Dieser Typ hier, Tony Blair, ist Fabian. Wenn sich jemals eine Wahrheit in einer Rede von Blair findet, dann ist es ein Druckfehler. Der Mann lügt für seinen Lebensunterhalt. Er ist also Fabia. Und dann kommen wir zu dem hier. Leute haben mich über die Jahre immer wieder gefragt, kannst du mir mal irgendeine Vorausschau geben darüber, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln wird? Und ich sage, okay, lest zwei Bücher. George Orwells 1984, was 1948 publiziert wurde, da bekommt ihr den Teil mit dem Polizeistaat unter Überwachung beschrieben. Brave New World by Aldous und Schöne neue Welt von Aldous Huxley, der übrigens am selben Tag gestorben ist wie JFK. Das wurde 1932 publiziert. Und das gibt euch die ganze Agenda für den Einsatz von Drogen und das Wegnehmen von Kindern, damit die in staatlichen Einrichtungen aufwachsen können. Genau das, was sie wollen. Es ist interessant, dass sich diese Bücher aus heutiger Perspektive als so prophetisch herausgestellt haben. So genau. This guy, George Orwell's real name was Eric Blair. George Orwell hieß übrigens in Wirklichkeit Eric Blair. Er ging aufs Eton College, da wo die Royals auch hingehen. And at one point his French teacher was Aldous Huxley. Und Aldous Huxley war sein Französischlehrer an einem Punkt. Der war in der Fabian Society und führte auch George Orwell dort ein. Und da haben sie nämlich ihre Informationen her, mit deren Hilfe sie diese prophetischen Erzählungen schreiben konnten. Orwell schienen diese Pläne nicht zu gefallen und er schrieb 1984 offensichtlich, um sie offenzulegen. Den Titel 1984 benutzte er offensichtlich als Code, denn 1984 ist der 100-jährige Geburtstag der Gründung der Fabian Society.
Die Idee ist also, dass sie diese Agenda durchdrücken, um ihre Kontrolle über die Menschheit endlich zu vervollständigen, auf die sie schon lange hinarbeiten. Und sie denken, das Spiel sei vorbei. And they think the game is over, but it ain't over. Aber das ist es nicht. Das ist es noch lange nicht. In fact, in Wirklichkeit wissen die gar nicht, was ihnen bevorsteht. Die nächsten Pausen werden alle kurz sein, tut mir leid, aber wir sind alle in den weiten Weg gekommen, also wollen wir uns doch lieber mit dem Thema beschäftigen. Nachher werde ich über die Welt sprechen, in der wir jetzt leben, wie sie manipuliert wird und wohin sie sich bewegt. Dankeschön.